So, erstmal geht's um den Style. Oh. Man muss ja den Kunden auch ein bisschen was bieten, Kevin. Du kannst dir mal sagen, es ist heute the big day. Wir gehen vom Salat-Business rüber auf Salat-auf-Brot-Business. Ja. Ey, ganz kurz, bevor wir anfangen, ich würde nochmal, jemand hat es gerade im Chat geschrieben, ich würde es nochmal ganz kurz machen, weil es kostet echt nicht viel Zeit, was das Game ist. Im Grunde, die Kurzversion ist einfach, wenn ihr Overcooked kennt, ist es das einfach. Also im Grunde, Basti und ich haben beide ein Restaurant und wir müssen quasi immer, es wird immer schwerer von Tag zu Tag und unser Restaurant bleibt aber gleich. Und wir nicht wie bei Overcooked, wo man dann ein Level fertig hat, man geht zum nächsten und so weiter. Sondern es ist so, dass wir quasi, wenn wir Tag 1 geschafft haben, upgraden. Dann können wir uns zum Beispiel eine neue Waschmaschine holen. Wir holen uns, weiß ich nicht, Geschirrspüler oder sowas. Ja, genau. Holen uns, keine Ahnung, irgendwie eine Tablette oder so. Und graden so unser Restaurant immer und immer weiter ab. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Der Rest erklärt sich von selber. Und wir machen heute als Rezept Pizza, haben wir uns entschieden. Willst du dir noch einmal angucken, wie du es machst, bevor wir anfangen? Ja, sehr gerne. Ich kann mal einmal nochmal demonstrieren, denn wir haben gestern halt immer nur Salat gemacht. Da hatten wir halt maximal Salatblätter mit noch einer geschnittenen Tomate da drauf. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, denn wir müssen jetzt Teig nehmen, den einmal kneten, den mit Olivenöl interagieren lassen, Tomate zweifach schneiden, damit wir Tomatensoße haben, Käse nehmen, Käse schneiden, Käse draufpacken, Pizza in den Ofen, warten, Teller schon mal präparieren. Rausnehmen jetzt? Darf nicht verbrennen auch, darf nicht verbrennen. Ich nehme jetzt die Pizza. Das haben wir gestern nicht gecheckt. Wie muss man jetzt nehmen? Ah, jetzt nochmal gedrückt halten, dann hat man das Stück. So, und jetzt habe ich das Gericht. Und das können wir dann liefern. Junge, oh mein Gott, das dauert Jahrhunderte, Digga. Das ist schon echt eine Menge. Aber ich muss dazu sagen, während sie auch zum Beispiel im Ofen ist oder so, kannst du ja schon wieder die nächste. Und eine Pizza gleich 4 Bestellungen. Weiß jetzt nicht, ob die beiden Kollegen sich das jetzt teilen, aber... Boah, ich muss wieder gedrückt halten, ne? Ich brauch richtig lange zum Interagieren. Boah, das wird richtig lange dauern, Basti. Ey, was genau ist das Franchise-Ding? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wir können halt hier was wählen. Wir könnten halt unser altes Ding weiterspielen, glaube ich. Schau mal, dieser hier. Ja. Der ist geil, oder? Was denkt ihr, Chat? Wir haben ansonsten noch den hier. Der ist so ein bisschen so länglich, aber auch krass. Achte mal auf die Durchreiche. Die ist halt auch wichtig. Die Durchreiche ist halt da, wo du normalerweise nicht die Leute sitzen. Ja, also du hast halt dieses L-mäßige Ding. Und hier ist dann der Speiseraum und hier ist dieses kleine, unser Büro quasi. Ja. Dann haben wir Nummer 2, da haben wir hier die Theke. Durchreiche ist OP. Der ist OP. Problem ist halt, die Küche ist halt so auch so schlauchförmig, ne? Wenn du halt, sag ich mal, jetzt ganz hinten was machst, müsstest du einmal durch die Küche laufen zur Reiche. Das ist halt vielleicht kacke, weiß ich nicht. Ja, muss ich gucken. Und dann haben wir noch das hier, das mag ich gar nicht. Also ich würde, wenn, dann 2 oder 3 nehmen. Ich achte gerade wirklich darauf, von Durchreiche zu den Kunden, das ist das Entscheidende so ein bisschen. Ich glaube, das ist echt gut bei der mittleren. Oder ich glaube, das ist perfekt, wirklich. Ja, ich finde es gut. Auch weil es quadratisch ist, können wir es richtig geil anordnen, glaube ich, mit den Tischen. Ja, ich mag das. Ey, Bro, wenn es für dich fein ist, dann würde ich das hier nehmen. Auf jeden Fall, bin vollkommen bei dir. Mittel finde ich auch am besten. Ja, dann let's get it. Oh, Bruder, dann würde ich sagen, gehen wir rein, Basti. Kevin, es wird ernst. Okay, jetzt ist es richtig ernst, Digga. Wir brauchen... Oha, was ist das? Junge. Bro, wir haben es geschafft. Okay, heftig. Okay, Basti, wie nennen wir den ganzen Aal? Wir brauchen erstmal einen Namen. Ja, das ist aber eigentlich... Spaß. Nur erster Vorschlag. Runde Brote, Auf Hipster. Okay, wie wär's mit dem hier? Auch sehr gut, finde ich. Warte. Okay. Ja, wie ist das gemeint? Ich check's nicht. Ja, egal. Ja, Digga, das ist jetzt geil, oder was? Nur Pizza. Lecky Pizza ist doch übel stark. Ja, Pizza finde ich richtig gut. Nehmen wir. Digga, ist das Restaurant wirklich größer als davor? Ich check's gerade nicht. Ich glaube schon. Das sieht für mich irgendwie genauso groß aus, oder? Doch, ich würde schon sagen. Guck mal, first move, den ich jetzt erstmal mache, Maestro. Guck mal. Achso, ja moin, bringt ja gar nichts. Also. Nee, krasser Move drauf. Ich bin der grüne, Kevin ist der Liederne. Also das könnt ihr auch unten dann nochmal sehen. Genau, also ich bin der Kellner einfach und Basti ist der Koch. Man sieht auch, wer sich Mühe gegeben hat mit seinem Outfit und wer nicht halt. Okay, ja, ich würde sagen, wir tryen's einfach mal, oder? Die ersten 2 Tage sind eh easy. Wir fangen mal an einfach. Würde ich mal sagen, gerne. Was kann schief gehen, oder? Was wir brauchen, ist so schnell wie möglich eine Theke und mehr Teller, glaube ich. Ich ruf mal keine an am Anfang. Das wäre... Weil wir ja noch nicht wissen, wie Pizza ist. Mach einfach direkt schon mal eine Pizza ready. Gestern meinte jemand Olivenöl ins Waschbecken. Ja, das habe ich auch nicht so ganz gecheckt, aber... Das hat Denergy vor allem geschrieben, das war... Dicker Denergy, Junge. Wenn er nicht am Songs machen ist. Jetzt stell mich hin. Achso, ja, ich würde die lieber nochmal backen. Boah, Digga, ich muss mich richtig beeilen, Junge. Guck mal, wie schnell die hier wollen. Kann ich das jetzt einfach machen? I guess. Aha, okay. Okay, wir haben unseren ersten Kunden abgefrühstückt. Ja, und Pizza ist noch da. Geil. Guck mal, in der Zwischenzeit mache ich die direkt die nächste. Boah,
Boah, das dauert alles so lange, Junge. Heilige Scheiße. Ja, guck mal hier. Guck mal, aber jetzt fehlt mir zum Beispiel eine Theke, wenn ich jetzt schon zwei Pizzen fertig habe. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Theken. Ich find's irgendwie dumm, dass Theken-Upgrades irgendwie nicht größer werden. Aber guck mal, wie viel Platz hier ist, Kevin. Boah, wir haben richtig viel Platz, Junge. Wir machen hier wirklich immer nur, hier sollen immer nur zwei Pizzen drauf liegen. Sonst soll da nichts liegen, einfach. Aber guck mal, wenn das passiert, bin ich halt... Ich brauche auf jeden Fall auch noch eine Theke bei mir, Bro. Ja, aber Bro, ich habe ja... Also, ich könnte dir sogar gerade noch helfen beim Bedienen, ne? Waschbecken hat vier Plätze. Also kann Basti die vorschneiden? Nee, Basti könnte mir die nur vorportionieren. Das können wir halt später machen. Also Basti könnte mir die halt schon auf den Teller machen. Vielleicht müssen wir das auch machen, Bro. Das dauert sonst zu lange teilweise. Wo soll ich jetzt Wenn zwei Leute kommen, muss ich beides nacheinander machen. Das dauert teilweise zu lange, Basti. Oh Junge, das wird so schwer. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Early Tablett wäre krass. Pizza automatisieren, ja. Ja, Tablett wahrscheinlich, I guess. Okay, ich habe Geschirr. Das wäre sehr, glaube ich, wichtig, oder? Feuerlöscher haben wir bekommen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Eine Kochstelle. Tresen, geil. Oh, Forschungstisch kaufe ich direkt, oder? Ja, wir haben Tresen und Geschirr, Bro. Gib mir mal den Geschirrspüler. Haben wir keinen Geschirrspüler? Kein Waschbecken? Nee, also keine Blaupause. Warum bist du ein Hotdog, wenn ihr Pizza verkauft? Sorry, Digga, da habe ich kurz Fail-RP, Digga. Ey, Kevin, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil wir können jetzt kein Tresen und auch kein Geschirr kaufen. Eins müssen wir jetzt leider wegwerfen. Wir brauchen, glaube ich, nicht so unbedingt Geschirr. Geschirr kann man upgraden? Ja, true. Ja, okay, fair, stimmt. Ja, komm, dann gibt das Geschirr her, dann graden wir es direkt ab. Aber das ist halt direkt ein Achter, ne? Der hat schon 8. Okay, ich mach Go. Boah, Junge, ich weiß wirklich nicht, wie wir das machen sollen gleich, Basti. Wir kriegen das hin. Kevin, ich muss unbedingt in die Gefriertruhe, muss ich direkt Dings packen. Ich hätte direkt das Upgrade. Ja, ich muss vorproduzieren. Ja, auf jeden Fall. Boah, Junge. Alter, okay, der Typ ist alleine, das ist easy. Ich warte noch kurz, bis du die Pizza hast. Ey, soll ich, no joke, das Telefon ein bisschen spammen? Weil for real, wir brauchen eigentlich Cash. Wird noch lieber ein bisschen... Ja. Jetzt ist das Szenario, was ich meinte. Schau mal, ich muss übel schnell sein, um dann den zweiten Atzen das zu geben, so mäßig. Ja, verstehe. Okay, aber ich probiere mal was. Ah, mein Gott, Chad hat sogar recht. Guck mal, jetzt kann ich hier auch drei auf einmal machen. Ja, das ist das schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen. Boah, das ist schon mal sehr huge. Das ist schon mal nicht schlecht. Danke, Ich kann halt gerade jetzt nichts machen, ne? Das ist halt dumm. Ja, du könntest halt noch eine Pizza machen. Ah, nee, du hast keinen Platz. Ja, eben. Nimm mal die andere. Mann. Hab ich doch. Nein. Nimm doch das. Achso, nein, ich musste das so machen. Das ist dann schneller, weißt du? Das war schon mit Absicht, Bro. Ich dachte, du musst nur eine machen, deswegen. Das war schon mit Absicht, weil ich dann ja für das erste Stück brauche ich ja keine Zeit zum Schneiden, weil es ist ja schon geschnitten, genau. You know? Check. Ich rufe nochmal an. Ist der letzte Kunde jetzt? Boah, das waren vier Gold einfach auf den Nacken. Der wäre jetzt eh gekommen. Das war so smart. Leute, er ist sogar nicht mal gekommen, Bruder. Das waren einfach vier Gold auf den Nacken. Let's go. Aber guck mal, Kevin, was ich gemacht habe. Rechts liegt eine Pizza. Tiefkühl. Oh, genial. Die TK-Atzen. Die, Junge, schön, die Bro, Gustavo Rivo-Wante, Digga. Okay, Tresen. Bro, wir haben jetzt ein Spülbecken. Das sollten wir machen, oder? Bin ich der Meinung. Wieder Tresen, aber Tresen sehr wichtig. Ach, das wurde zu einer Kochstelle hier, oder was? Ah, nee, eine Autotafel. Tut automatisch alles auf, was vorerst gestellt wird. Bro, das macht eine automatische Pizza da drauf. Warte mal. Oder? Tut automatisch alles auf, was es... Ich glaube, du stellst eine Pizza davor, Bro, und er macht mir dann einen Teller mit der Pizza drauf. Wenn es das ist, dann ist es genial, ja. Dann kaufen wir das, oder? Ja, aber ich würde hier auch einen Tresen gerne kaufen. Ja, kaufen wir beides. Dann gebe ich das hier mal rein, das kannst du dir gleich nehmen. Alright. Rein in die Masse. Soll ich die TK-Pizza immer im Notfall da in der Tiefkultur lassen? Am liebsten halt so viel wie möglich vorproduzieren, oder? Kannst du mehr als eine Pizza ins Tiefkühlfach machen? Nee, ne? Doch, vier Stück, glaube ich. Nee, ich glaube, das geht erst bei der Upgraded-Version. Aber try mal. Aber pass auf, Pizza, ja? Alles im Blick. Ich mag die ein bisschen kross. Ich ruf mal einen an. Ist die Pizza super knusprig? Ostelkrabbe Pizza ist die Pizza. Oh ja, ich muss gleich upgraden. Kannst du es uns vielleicht machen, wenn du gleich mal ein bisschen Zeit hast? Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so dumm. Ich glaube, du hast gerade sogar ganz gut Zeit. Ich putze hier gar nicht ganz. Ja, warte.
Ich habe es noch nie gemacht, ne? Ich muss es hier raus. Einfach gedrückt halten. Einfach O. Okay. Oder ich weiß nicht, was für eine Taste bei dir ist. X. Also unsere Spielsituation ist ehrlich in Ordnung gerade, ne? Muss ich wirklich sagen. Ist vielleicht sogar besser als der Geschirrspüler fast. Also es dauert ein bisschen, aber... Ja, aber Bro, wir sind ja auch noch voll am Anfang, ne? Ja, das stimmt natürlich. Ah, du hast recht, ich kann nur eine reinmachen. Okay, nice, wir haben es aber geschafft. Ja, du sollst andere Musik anmachen? Ey, Musik ist doch voll geil. Ingame-Musik, die ist der Hammer, Junge. Lass die. Okay, Basti, wir haben jetzt ein 1 von 5 Sterne-Restaurant. Ja, finde ich auch. Ich finde das so eine richtig geile Doodle-Musik, Junge. Ja, die richtig ab. Ja. Okay. Gut, schön, Bruder. Dann. Was, oh, okay. Alle Kunden kommen immer zur Hauptgeschäftszeit. Was heißt das genau? Mittag oder so, ne? So ein. Oder neuer Belag als Pizza. Oh. Ja, links, oder? Dann haben wir halt eine Rush-Hour. Ich glaube, das ist wie so eine Rush-Hour. Also entweder wir haben eine Rush-Hour mittags oder wir haben eine schwierigere Herstellungs... Nee, wir haben halt... Einen schwierigen Herstellungsprozess. Wir haben dann halt zwei verschiedene Pizzen. Also das dann, dann brauchen wir wieder Variation. Dann haben wir mal Margarita und einmal Fungi. Und dann haben wir halt Probleme. Ja, dann will er neben links kommen. Let's go. Okay, ja, was kriegen wir jetzt also, für Sachen? Aber weißt du, so ich habe jetzt, wenn wir zwei Sachen, die wir die Kunden haben wollen, dann ist es ein bisschen zu viel. Esstisch? Ja, glaube ich auch. Geschirr? Spülbecken, wir könnten jetzt halt das Spülbecken upgraden. Tresen, Blumentopf. Ah nee, haben wir hier schon. Okay, nevermind. Okay, Spülbecken nicht, dann Esstisch. Ja, dann Esstisch jetzt, oder? Ist doch Baba. Ja, also upgraden oder darauf. Oder Tresen und Esstisch würde ich kaufen. Wir können beides, ja. Ja, außer du willst halt anstatt einer der beiden Sachen Geschirr haben, aber sehe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aktuell noch nicht, aber Geschirr müssen wir auch noch machen. Wenn jetzt mehr Leute kommen, dann brauchen wir definitiv. Das bisschen da reicht nicht. Bin dann eher am überlegen, wo ich jetzt den ganzen Stuff mal hinpacke. Vor der Tür den Tresen. Könnte ich jetzt eigentlich machen. Okay, ich kaufe den Esstisch, Lil Bro. Ja, Kevin, ich würde es mal so machen, ja. Weil wenn ich ihn jetzt ansonsten, alternativ kann ich hier. Kann ich schon machen, passt auch, ja. Ja, noch. Wir können ja später noch anders machen. Ja. An sich musst du nicht upgraden. Ich muss nur dran denken, Bruder. Dann ist easy. Ich kann es auch machen. Alles gut. Wenn ich jetzt mal was im Ofen habe, dann gehe ich mal kurz hin und dann... Okay, ich probiere mal das so. Ja, oder wir packen den Forschungstisch in die Küche. Jemand schreibt, Pizza geht ohne Besteck. Digga, Besteck gibt's in dem Game gar nicht. Was ist das für ein Call? Was ein Fail. Epic Fail, Mann. Okay, ich habe mal unser Spielbecken abgegradet. Ich probiere mal bei dem ersten, der reinkommt, gleich, dass ich ihm einfach nichts gebe. Ey, Bruder, es kommt jetzt gar keiner gerade, ne? Checkst du das? Du könntest zum Beispiel, jetzt könntest du mir zum Beispiel auch manchmal helfen beim Schneiden. In so einer Situation. Aber da ist der feine Herr sich wahrscheinlich zu gut für. Dicker, auf einmal kommen alle, Junge! Oha! Nee, das geht nicht. Okay. Kommen alle zur Hauptzeit, hast du gerade ausgewählt. Ja, I know. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, was die Hauptzeit ist. Weil dann können wir... Guck mal, ich kann doch jetzt alles vorbereiten. Ey, warte mal, ist es jetzt vorbei schon? Warte, ich ruf Telefon an. Nee, ist noch nicht vorbei. Ja, moin. Okay. Leute, wir haben das nicht mit den Subs vereinbart. Ey, Bro, wenn... dass ich dir wieder Geld gebe, oder was? Die ganze Zeit, mein Chat ist voll. Junge, die sind solche Geier, wirklich. Wir haben gestern gesagt, weil gestern haben wir vorgestern haben wir ein, zwei Runs geblowt, weil ich das Telefon so oft geringt habe. Dann kommen immer halt extra Leute. Und dann haben wir ausgemacht, dass wenn ich das mache und es dumm ist, dass ich dann Basti irgendwie 20 Subs geben muss oder so. Bro, das zählt nicht für heute. Du hast einfach geleckt bei mir gerade in-game, ne? Die Lobby hat einfach geleckt. Ey, Basti, wir haben neue Mitarbeiter. Wie findest du ihn? Wie macht er sich? Sehr, sehr gut. Boah, wir haben einfach seit Tag 1 da eine Tiefkühlpizza liegen, ne? Digga, liegt die seit Tag 1 da drin, ne? Ja, ist OG. Digga. Ey, gerade war es ziemlich gut, Basti. Ja, safe. Okay, wir haben ein Spielbecken, scheiß mehr drauf. Dann haben wir einen Esstisch 9, okay. Noch einen Tresen, Bro. Willst du den haben? Ich komme eigentlich momentan gut zurecht, aber... Und wir haben aktuell hier schon den Geschirrspüler, ne? Den hätten wir jetzt schon. Können ihn aber auch nochmal upgraden, ich weiß nicht. Haben wir noch nie gemacht. Sollen wir, gerade brauchen wir ihn nicht. Gerade nicht, gerade passt. Mach mal kurz meinen Gürtel auf. Ja, dann graden wir ihn einfach noch ab. Dann lass Tresen und Tisch wieder kaufen. Ich glaube, damit machen wir nichts falsch. Ja, dann gebe ich dir hier den Tresen. Tresen? Hier, nimm mal den, achso, warte. Ja. Und Esstisch. Boah, ich habe hier eine richtige Bäcker, guck mal, hier richtige Bäckerbrücke. Ich würde es gerne halt hier hin haben, weißt du, so eigentlich. Mach ich so, ne? So ist gut. Ist halt übelst unsatisfying, weil die Stühle sind halt dann jetzt, sieht halt richtig scheiße aus, aber es funktioniert halt. Ja, für den Workflow. Ja, Bruder, Arbeit ist wichtiger als die Optik. Hier, wir machen mal. Wir verbrauchen mal von gestern. Kann ich da direkt schon bekommen? Ich kann doch einfach jedem schon eine Pizza hinplacen, oder? Das ist ja, das meinte ich ja.
Alter, ich prefeier die Pizza, Junge. Ah, das meinst du? Okay, krass. Junge, oben, geh wie smart, okay. Ja, das ist halt, also ich finde Pizza fast schon geiler als Salat, weil ich kann geil vorproduzieren. Oh ja, Upgrade, Upgrade, true. Oh, Kevin da. Oh, da kommen sie, Junge, die Bande. Setzen sie sich schon mal. Alter, die setzen sich nicht hin, Bruder, wenn die Pizza da schon steht. Die Pizza. Ja, okay, es wurde an alles gedacht. Oh mein Gott, man kann es doch nicht prefeiern. Hier, sie kriegen das von Tisch B hier, zack. Boah, Kevin, ich vermisse mein Messer. Ich brauche das. Ja. Okay, warte mal, bevor ich die annehme, muss ich kurz meine Teller machen. Oh, das kann ich aber machen. Ich kann tatsächlich schon einmal pre-firen, wenn die sich hingesetzt haben. Guck mal, jetzt ist da eine Pizza, die da schon steht. Und ja. Ich weiß ja, dass die Pizza bestellen, weil wir nur Pizza machen. Guck mal, das ist übelst hart. Pass auf. Und ich muss ja, wenn ich einen gemacht habe, muss ich den zweiten machen. Dann mache ich einfach so, boom, boom. Haben beide. Easy. Soll ich Ihnen die Karte bringen oder möchten Sie mir nur eine zahlen? Komm, kurz vor der Anschluss, können Sie nochmal kommen. Ja, da kommen Sie nochmal, die Jungs. Hier, ich stell mal hier neben ab. Da können Sie noch ein bisschen schnuppern, falls Sie noch ein Stück wollen, ne? Was, die ist verbrannt, die eine da? Wie? Was ist denn da passiert? Die ist nicht verbrannt. Da steht nur, dass die heiß ist. Ich kann die auf jeden Fall nicht nehmen. Aber die sieht doch gut aus. Muss man die mit Feuerlöscher absprühen oder so? Was? Ah, die ist noch nicht gemacht, Basti. Die ist noch nicht fertig. Ach, du hast die so, nur überlegt. Ja, Digga, wolltest du gerade eine entspannte Ruhe Pizza andrehen oder was? Naja, man muss ja sparen. Das Game erinnert mich zu sehr an meine Arbeit. Ey, tut mir leid, Bro. Alright, was haben wir hier? Gäste müssen sich mit einer persönlichen Note willkommen fühlen. Standards sind nicht so wichtig wie das Gefühl. Was kriegen wir da? Wir kriegen da höhere Geduld. Ja, einfach nur Geduld. Leute lassen sich mehr Zeit und die Tische müssen nicht abgeräumt sein, Bro, dass sie sich hinsetzen. Geil. Das ist geil. Und rechts ist halt günstig und schnell. Dann nehmen wir links, oder? Links ist der safe play, würde ich sagen. Ja, klingt gut, aber keine Fastfood-Kette. Also wir sind jetzt halt quasi sozusagen eine Pizza-Wohnzimmer. Auf gemütlich. Pflanze? Okay, wir haben einen Dartboard. Bro, Kamin. Einfach ein Kamin. Save den. Dart. Ganz kurz, Meinung zu neuer Wand. Geil oder nicht geil? Abwarten, ich hab noch was. Ich glaube, ist cool. Willst du grün haben, Bro? Wir haben diese hier. Warte, guck mal, ich hab die hier. Ja, cool. Emojis, Digga. Fresh. Ja, lassen wir so scheiß drauf. Oh, jemand hat einen guten Call gemacht, weil jetzt die Tische nicht abgeräumt sein müssen. Vielleicht kann ich jetzt die Pizzen pre-firen, wie wir es geplant hatten. Ja. Guter Call. Wir haben jetzt ein Einweichbecken. Wäschgeschirr kann aber kein Wasser für Rezepte liefern. Sollen wir es einfach nochmal upgraden? Ja, safe. True, rot-grün, wir haben Italia. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Gemütlichkeit, ne? Für die Upgrades. Wollen wir uns zwei Wandleuchten kaufen? Ja, können wir machen. Und das Dartboard? Wie teuer ist das Dartboard? Schau mal. 30. Dartboard kaufen wir auch. Wir kaufen alles davon. Kann es bei mir? Ja. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass in der Küche ein Dartboard hängt. Naja, klar. Nee, warte mal. Wir machen das hier so hin. Bisschen Kneipen-Vibe. Dass, wenn man hier zocken will, dann zockt man so über den Tisch von denen weg. Ja. Checkst du. Geil. So, wenn die wollen so entspannt essen, Digga, dann steht hier jemand, Digga, und zockt hier schön die Scheiße weg, Digga. Dann hoffen wir mal, dass wir den Kamin wieder bekommen. Okay, ich versuche jetzt das Ding hier zu prefeiern. Kannst du mir schnell eine Pizza zaubern? Bro, hör mal zu. Hast du das gesehen? Boah, das wäre so cool, wenn es klappt. Oh ja, das Upgrade, true. Okay, Jungs. Ist eigentlich ganz cool, weil wir haben jetzt immer so ein bisschen Vorbereitungszeit am Anfang. Okay, wenn sie jetzt reinkommen, dann geht's. Ja, es geht, oder? Ah, nee, never mind. Das habe ich gerade erst hingelegt. Nee, es geht nicht. Man muss es einmal so resetten dann. Du brauchst 9 Häuser. Ach so, das meinte Chat, Bro. Das mit dem Hinsetzen haben wir noch gar nicht, Basti. Ach so, das ja. Haben wir erst, wenn wir 9 Häuser haben. Ah, okay, check. Dann müssen check. Wir jetzt, ja, dann danke, müssen wir Jungs, jetzt danke, mal krassen Jungs. Umsatz Call, machen, mein Bester. Guter Call, Chat. Also meinetwegen kannst du noch mal ein bisschen telefonen, aber nur wenn du dich das, du, die Küche klappt. Aber Digga, ich muss sagen, Basti, ich mache ja auch einen guten Job gerade. Machst du definitiv, Kevin, gar keinen Vorwurf. Bin übel im Flow, Alter. Aber bevor du jetzt hier gleich ganze Familie anrufst, meine ich. Ich glaube for real, Basti, dass wir das hier auch nailen können. Ich glaube, wir kriegen das auch hin. Ja, das Geile gerade ist halt, die brauchen halt immer so, die kommen alle auf einmal. Aber das ist geil, weil ich kann dann so das vorbereiten. Ich rufe Telefon an für extra Moneten. Digga, sei einfach $12 für den Nacken. Auf Nacken, meine ich. Krass. Jetzt,
jetzt auch mal ein bisschen chillen. Ich habe hier ein bisschen zu viel. Leute, seid ehrlich, ihr würdet bei uns gerne essen. Ruden, danke für 7 Monate. Boris, danke dir auch. Nice, easy, Dicker. Easy, Basti. Zweiter Stern, Junge, gar kein Problem. Ich überlege wirklich, das jetzt im Real Life zu machen. Im Restaurant? Ja, sofort. Tische können nur, oh mein Gott, Tische können nur einmal pro Tag verwendet werden. Hey, wäre doch voll scheiße. Digga, da kommen nur 4 Gäste jeden Tag. Nein, niemals. Doch? Wie sonst? Ja, aber hä, das ist doch kacke, oder? Oder haben die dann, ich check das nicht, oder haben die dann keinen Platz mehr? Ja, dann stehen alle vor der Tür am Ende. Das ist die Frage. Also entweder wir kriegen halt wenig Geld, ne, weil wenig Kunden bedeutet ja auch wenig Geld. Oder die Kunden, oder es ist direkt GG. Ich glaube, wir müssen das Kirschkuchen-Dessert machen, aber das ist richtig kacke. Bro, wenn da jetzt gleich Kirschen, Teig, Sahne und so kommen. Ja, kommt da, kommt da. Safe? Ah, okay, Chat schreibt auch vielleicht dann 4er-Tische. Digga, ist ehrlich geil. Vielleicht kommen dann 4er-Gruppen. Ja, aber dann haben wir 16 Leute. Aber ist machbar. Ja, aber dann ist doch das Spiel gefühlt vorbei. Das ist doch ich meine, okay, guck mal, links ist ein bisschen mehr Rush dann. Rechts wiederum ist ein bisschen, also ein Rezept mehr quasi, aber auch mehr Geld vielleicht. Kevin, wir nehmen die Challenge, wir nehmen den Kirschkuchen. Ich bin bei Reich. Okay. Okay, dann machen wir es. Bro, wenn jetzt da so ein Riesenpaket kommt mit 20 Zutaten, bitte nur eine Sache. Oh nein. Mehl kneten, um Teig zuzubereiten, dann in eine Kuchendecke kneten, Kuchendecke dann kochen und Kirsche hinzufügen und erneut backen. Na, Dicker, dann viel Spaß in der Küche, Bro. Also, Dicker, ich brauche einen zweiten Ofen dafür, ne? Ja, wir brauchen unbedingt einen zweiten Ofen. Vielleicht kriegen wir aber einen zweiten Ofen. Ich bin gespannt, was jetzt hier drin ist. Ich wollte eigentlich noch weiterlesen. Du kannst Escape machen, dann kannst du Rezepte machen. Kochstelle. Scharfes Besteck, Basti. Oh mein Gott, bitte, bitte, ich brauche das. Ach nee, das ist was anderes. Das ist für die Gäste. Sorry, Bro. Ah, ja, hier oh ist es. Oh mein Gott, da ist es. Da ist es. Da ist es, Digga. Mein Dia-Schwert. Okay, was haben wir hier im Upgrade? Hochleistungsspülbecken. Doppelte Geschwindigkeit, kann aber kein Wasser liefern. Digga, sollen wir nochmal upgraden? Für den Epic-Geschirrspüler? Maybe, ja. Hier ist aber noch eine zweite Kochstelle, mein Bester, ne? Eigentlich langsam hier, schon. Bruder, erstmal die Kirschen. Och, nimm dir mal die Kirschen kurz. Viel Spaß, Junge. Das wird ein Fest gleich. Brauchst du einen extra Tresen, Basti? Den hätten wir hier auch noch. Tresen sollten eigentlich erstmal genug sein. Aber, Bro, ich brauche hier die Kochstelle, ne? Hier ist noch eine zweite bei mir. Ich brauche die wirklich. Aber die müssen doch in den Ofen. Ja, aber ist doch eine Kochstelle. Ach so, lol, ja, meine ich ja. Sollen wir Geschirr noch kaufen? Chat meint ja. Ja, ich meine auch, Bro, weil das sind zu wenig Teller. Dann würde ich das hier hinstellen, ja? Und dann hier den Tisch machen. Ja, du bist der Chef. Hier den Stuhl machen. Boah, das steht krass im Weg, Mann. Nee, warte mal, wo mache ich denn das hin, Digga? Ich kann es halt hier hinstellen. Oder ich kann es auch hier hinstellen. Und dann, wenn es eng wird, kann ich hier eins holen. Ja, finde ich eigentlich gut. Ja, ist ein bisschen Krampfo, aber wir machen es mal so. Okay, geil, dann let's go. Oh, Junge, krank. Wir müssen gucken, dass wir bei der nächsten... Also, dass wir jetzt ein bisschen Geld sparen, Basti. Dass wir auf diese 9 Gemütlichkeitspunkte kommen. Checkst du? Ja. Das wäre sehr geil. Musst du die Kirschen vielleicht noch klein schneiden vorher, Basti? Geht nicht. Ich habe jetzt einen Kuchen. Ey, wir hoffen einfach, dass keiner einen gottverdammten Kuchen will, Digga. So nämlich. Der Kuchen steht jedenfalls hier. Ich bin stolz auf dieses Produkt. Oh, geil, Digga. Ich kann mit der Pizza so die Jungs pre-feiern. Guck mal hier. Zack, Junge. Hier, deine Pizza. Lass dir schmecken. Boah, da steht einfach für jeden Kunden schon eine Pizza auf dem Teller. Auf dem Tisch, obwohl er noch gar nicht da ist, Junge. Oh ja, das Upgrade. True. Wie weit ging es gestern noch bei PlateUp? Wir haben es durchgespielt letztes Mal. Also es geht quasi unendlich, aber wir haben halt 15 Level, die man schaffen kann, haben wir geschafft. Deswegen haben wir heute die Möglichkeit, ein größeres Restaurant zu haben. Wir haben 3 Überstundentage noch gehabt. Ja. Okay, ich rufe an. Für ein bisschen extra Mola. Hätte ich vielleicht früher machen sollen, Bro. Gerade wäre Anruf echt okay. Maybe, ja. Aber warum will keiner Kuchen? Ja, das wäre ehrlich gut, jetzt, wo es gerade entspannt ist, es mal zu testen, Alter. Ey, das ist richtig gut. Oh, keiner wollte einen Kuchen, Digga. Ja, toll, jetzt schmeißen wir den weg. Es ist richtig, super. Es ist richtig gut, dass ich den Teig auch im Waschbecken machen kann. Du hättest den Kuchen gefrieren können, Bro. Wäre gar nicht so dumm gewesen. Da ist aber auch eine Pizza. Ja, gut, true. Wer räumt den Geschirrspüler aus? Ich. Wir würden ihn dann da in die Ecke stellen. Weißt du, du kannst ein Nudelholz und ein Messer gleichzeitig in die Hand nehmen? Yes. Ich kann eine Menge, Kevin, aber ich weiß nicht, ob ich das... Ey, ich weiß nicht, soll ich mal anrufen? Ich mach's mal. Oh, Junge, die werden alle geprefired. Es laggt. Junge, holy shit, alle wurden geprefired. What the fuck? Ich ruf nochmal an. Für extra Money.
Tablett wäre nice. Ja, auf jeden, Digga, auf jeden. Ey, ich spamme einfach den Anruf. Was soll passieren, richtig? Ja, Bro. Oh, shit, Basti, wir brauchen schnell eine Pizza, Junge. Digga, schau mal, in dein Restaurant kommen so viele Leute und das ist deine Reaktion. Okay, ich muss die Tische at some point umstellen. Wie wär's mit einem Dessert, ihr Süßen, ha? Lustige Truppe. Oh, die wollen ein Dessert, die wollen ein Dessert, die wollen ein Dessert. Haben wir schon fertig? Die auch. Oh mein Gott, was? Ach du Scheiße, zwei, jetzt wollen wir zwei, was machen wir jetzt? Oh, Basti, du musst übel schnell sein. Jeder will einen Kuchen haben! Sorry, Dicker! Beide wollen Kuchen haben, Junge! Oha! Jeder isst einen ganzen Kuchen, oder was? Sorry, Bro, ich hatte Pizza, jeder nur ein Stück, Dicker. Aber Kuchen, Bruder, mach alles. Gib mir ganze Torte direkt, Dicker. Macht gar keinen Sinn. Ich dachte, die teilen sich das zu zweit, so wie es bei der Käseplatte war. Nee, das hat, no joke, das hat nichts mit dem Anruf zu tun. Das wäre ja auch so passiert. Wir haben ja nicht mal einen Tisch serven können. Das Telefon hat nicht, das hat nichts geändert. Wenn die alleine gekommen wären, hätten wir es auch nicht geschafft. Wir hätten sehen müssen, dass, das Ding ist, Basti hat quasi gerade das erste, also nicht, dass Basti schuld wäre, aber Basti hat quasi gerade das erste, den ersten Kuchen abgegeben. Und dadurch läuft der Timer übel schnell runter. In der Zeit hätte Basti so oder so, ob da nur ein Tisch belegt wäre oder mehrere, keinen zweiten Kuchen machen können, you know? Ich habe halt gedacht, dass das halt reicht. Ja, ich auch. Das war beim letzten Mal auch so, bei der Käseplatte. Bro, feels bad, man, Alter. Okay, wir haben ein neues Garagenteil und das war's. Boah, Junge, wie sad. Bro, das macht mich sehr traurig. Oh, das ist ja richtig sad, Digga. Ja, aber wir dürfen den Traum nicht aufgeben. Dessert dürfen wir nicht nehmen, Kevin, das ist scheiße. Schau mal da oben auf die Förderwand. Ah, ja, so. Aha, und jetzt den Knopf drücken. Boah, Junge, direkt der Geschirrspüler, Junge. Bro, Geschirrspüler, gerade aus dem Baumarkt. Ja, wir brauchen noch den Beleg. Mega sicko. Hallo. Dankeschön. Boah, geil, hier sind gerade ein paar Ananas reingereicht worden. Kevin, wir müssen raus. Okay, let's go. In die Weite. Klöße, ne, Leute, Klöße. Boah, Junge, Ananas ist so ein geiles Obst, wenn man nicht so... Zitroni, danke dir für 5 ...immer so eine raue Zunge davon bekommen würde. Ja, leider ballert es halt so krass. Und ist immer übel Film, das zu machen, finde ich. Also so, wenn du jetzt nicht aus der Dose holst oder fertig geschnitten. Digga, ist so Film, dass dann irgendwie... Checkst du? Das alles zu machen? Kannst du den flippen, das killt mich. Okay, ich muss das Telefon wieder kaufen. Bro, unser Restaurant ist einfach Slice, Slice Baby. Oh mein Gott, cringe. Wir brauchen einen guten neuen Namen fürs Restaurant, ja, das Bro. Ist, Das hat jemand vorgeschlagen, wie findest du den? Auch gut. Wie findest du die? Kreuze Krabbe Pizza? Warte. Jeder eckt an, außer uns. Boah. Krank, Digga. Nehmen wir. Guck mal, das hier ist so Chef's Table. Die sitzen direkt am Tresen. Ja, die wollen ja auch und ein bisschen so... Guck mal, und die sitzen am Telefon. Junge, die... So, zack. Easy, danke dir. Was ein Scheiß-Restaurant. Alright, let's go. Warte, na, Bro, hier, die Küche ist noch nicht ready. Guck mal, deine Teller, du bist noch gar nicht auf dem... Du hast noch gar nicht geguckt. Ja, gib die mal rüber, die Scheißdinger. Kevin, wie redest du? Ist ja barbarisch. Ja, ich würde so gerne diese Tür hochspringen. Die nervt mich so hart. Guck mal, wie nervig ist es, hier durchzugehen. Boah, Junge, nervt mich das. Alright, dann können wir. Let's go. Ich bin noch nicht so komplett zufrieden mit dem Setup, aber... Junge, die die Ananas wurde zerstört. Basti, schnell, wir haben einen Kunden. Oh! Bro, das Setup, was ich hier gebaut habe, ist richtig scheiße noch. Aha. Ich habe sehr weite Wege, ja. Digga, erste Runde kann man eigentlich das Telefon durchspammen. Ist übelst broken. Reicht die? Ja, ne? Ja, es sind nur zwei. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch jemand kommt, aber ich glaube nicht. Nein! Oh mein Gott, ich habe ihn nochmal angemacht. Ey, Mann, Alter. Der Geschirrspüler, da hast du immer Probleme. Ey, Bruder, falsche Taste gedrückt, Digga. Digga, ich hab ihn einfach nochmal angemacht. Bro, wirklich Wasserkosten nach dem ersten Tag halt einfach sechsmal so. Digga, einfach, die Junge, zwei Teller wurden einfach dreimal gewaschen. Komm, für uns beide noch eins über. Wir machen Feierabend. Boah, so nämlich. Alright, was haben wir jetzt? Wir haben einen weiteren Tresen, Basti. Wir haben Geschirr, Da kam kurz Kotze hoch.
Wir haben ein weiteres Blaupausenkabinett, da können wir mehrere Sachen saven. Sollen wir... Der Räudiger, ne? Sollen wir... Wir sollten das Blaupausenkabinett kaufen, würde ich sagen. Und dir vielleicht noch einen Tresen. Ich brauche Tresen. Oder noch einen Esstisch, auch geil. Ich brauche einen Tresen. Wir haben erstmal den hier. Safe, dass du das brauchst? Ja, ansonsten, ich konnte nur so schnell arbeiten, weil ich viele Tresen hatte. Danke. Wir können es auch irgendwann so machen, dass du hier halt noch eine Pizza dann hinstellst. Würde auch gehen. Checkst du? Dass wir dann das hier, dass du die Tresen hier hin machst. Ja. Dann musst du dich halt um die Upgrades kümmern. Aber, oh ja, hier ist noch ein Brief, true. Spülbecken brauchen wir nicht. Dass du hier quasi einen Tresen hinstellst, dann kannst du hier den Kuchen hinmachen als Beispiel. Ich glaube nicht und hoffe nicht, dass wir wieder einen Kuchen machen müssen. Oder du machst den Tresen halt hier hin. Dahin, hier hin, hier hin. Ja. Hier hin. Mach mal den dahin. Das ist eigentlich geil. Den hier hin. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Kuchen brauche, dann hole ich den mir hier. Ja, aber wir brauchen ja jetzt noch keinen Kuchen. Ich muss ja jetzt... Nee, brauchen wir nicht, aber falls wir ihn irgendwann brauchen. Safe mal vielleicht den Esstisch und Geschirr. Ja, Geschirr... Geschirr auch? Geschirr auch? Ja, Geschirr, wenn wir eh schon zwei haben. Geschirr werden wir auch noch brauchen. Ich will Geschirr so früh wie möglich eigentlich auch upgraden. Einfach nur die 8 Teller. Einfach nicht upgraden, einfach nur kaufen. Genau, 8 Teller, das ist eigentlich richtig gut. Geil, dann rufe ich direkt mal wieder Parzen an. Spiele mit Gamepad oder Tastatur. Basti Controller, ich spiele mit Tastatur. Das ist mit Controller so viel geiler, Kevin, glaube ich. Oh, Bro, es ist no joke auch sehr, sehr geil so, muss ich wirklich sagen. Keine Ahnung, ich habe halt oft das Gefühl, dass mir Games, die eigentlich für Controller gedacht sind, trotzdem mit Tastatur manchmal leichter fallen. Checkst du? Weil ich einfach so wenig Controller in meinem Leben gezockt habe als Kind. Same, aber das ist bei dem Game einfach ein bisschen automatisch intuitiv. Bro, der Tresen muss nach oben. Der fehlt mir jetzt halt einfach gerade, ne? Ich leg da halt jetzt gerade keine Sachen ab. Welcher Tresen? Ja, da unten? Ja, dann change den gleich wieder. Auf geht's, Rocket League mit Tastatur. Ja, okay, Rocket League ist Quatsch natürlich. Das stimmt natürlich. Rocket League mit Tastatur ist unfassbar absurd. Aber da ist auch egal, mit was ich zocke, ich bin eh Dogshit. Alright! Wie viel kriegen wir? 48. Dollars haben wir. 41. Achso, insgesamt, ja. Okay, wir haben eine weitere Kochstelle, wir haben ein Spielbecken, wir haben... Oh, einen Forschungstisch, Basti, den brauchen wir. Ja, wichtig. Können wir aber auch saven und später holen, weil gerade müssen wir nichts upgraden. Ich würde das Geschirr und den Esstisch kaufen, den Forschungstisch saven und dir den Mixer saven. Was denkst du, wie klingt das? Mixer eigentlich sehr gut. Mixer sogar gerne upgraden, würde ich sagen. Okay, ich kaufe als erstes mal den Esstisch. So, dann kaufe ich das Geschirr. Oder warte mal, brauchst du eine Kochstelle? Also aktuell reicht mir eine. Okay. Ich würde halt noch einen Tresen nehmen, ne? So, den Forschungstable save ich. Dafür brauchen wir 60 Gold. Und den Mixer save ich dir auch, ja? Dass ja, du den für auch Tomaten. Okay. Mixer strong für die Tomatensauce. Ja, oh mein Gott, über strong für die Tomatensauce, Digga. 100 pro. Dann wollen wir rein? Ja. Telefon-Spam. Ja, ich will's nicht... Ja, wohl, eigentlich kann ich, Digga. Das ging echt fit. Ich hab mir mal ein bisschen Zeit gelassen, weil du mal am Anfang ein bisschen brauchst, bis die erste Pizza ready ist. Naja, ich fange auch bei 0 an, ne? Ja, ich weiß. Boah, soll ich Telefon weiter spammen? Ich weiß es gerade nicht, Digga. Es war die letzten Runden echt übelst OP. Ja, komm, let's go. Wir sind ein eingespieltes Team, Digga. Ja, das Messer. Das wäre echt gut wieder. Ja, Digga, Telefon war richtig smart. Ich glaube, nächste Runde werde ich es nicht mehr so spammen wie gerade, aber gerade war es richtig smart. Digga, Hallo. Zieh die mal rein wie easy. Zieh die mal rein wie easy, Digga. Gar kein Problem, Bro. Pizza Chefs. Digga, wir haben es ja so drauf gerade. Der Run ist ja so krass. Alright, wir haben unseren ersten Stern. Let's fucking go. Wir sind da mittlerweile sehr experienced. Ja, wir sind wirklich sehr gut, Bruder. Schön, schön, schön. Oh. So, was haben wir? Gäste können nach Geschäftsschluss ankommen. Wow. Boah, Digga. So aufs Privat. Oder fügt Mandarinen als Vorspeise hinzu. Nee, Digga, lass links nehmen. Was für Mandarinen? Hallo, wollen Sie zu Ihrer Pizza noch eine Mandarine naschen? Passt ja unfassbar gut als Vorspeise. Wer kennt's nicht? Die gute alte, süße Vorspeise. Absoluter Klassiker. Digga, wie scheiße, Junge. Sollen wir den zweiten Forschungstisch auch upgraden? Dann können wir zum Beispiel den Sparungstisch bekommen. Da können wir dann immer was quasi hier reinmachen und dann spart es sozusagen. Checkst du, was ich meine? Ja, das klingt gut. Und Tresen, maybe? Tresen kaufen oder Esstisch kaufen? Esstisch ist kein Problem gerade, aber brauchst du einen Tresen gerade? Ich brauche immer Tresen. Ja, ich habe das Gefühl, Tresen ist geiler. Hier, nimm den Tresen. Kauf ihn dir. Juhu, mehr Tresen.
Basti und Kevin erinnern mich irgendwie an Timon und Pumba. Moment, wer ist da wer? In welcher Konstellation? Ja, Bruder, ich Pumba, du Timon, ist doch ein easy one. Okay, Pumba ist aber lieb. Beide sind cool. Sehr cool. Privat mal kennengelernt. Kevin, es ist noch keine Pizza fertig, ne? Also. Jo, ich dachte, ich rufe trotzdem mal an. Er wollte mir einfach Pizza wegnehmen, Junge. Digga, kurz gemobst. Digga, Koch ist kurz selber die Pizza. Sorry, Junge. Einmal abgebissen ist da so ein Stück weg. Digga, ist einfach Abend. Junge, das schnellste Arbeitstag des Planeten, Alter. Das Arbeitstag. Ich schreibe zwar ja, aber das ist Quatsch. Okay. Oh, das Upgrade noch schnell. Kannst du das machen? Kannst du das machen, Bro? Geil. Gute Arbeit, Bruder. Warte mal, wir wollen beides upgraden. Du musst nochmal machen. Oh. Alright, easy, easy. Schmeckt sie gut? Easy. Wollen Sie noch einen Kuchen? Wollen Sie noch einen Kuchen? Hallo? My man stuck. Oh, Digga, wer sind die? Wer seid ihr? Bro, wir haben doch gekauft, dass... Ach, oh mein Gott! Bro! Dadurch, dass wir den aufgehalten haben, haben wir jetzt noch einen bekommen. Das ist geil! Da kriegen wir jetzt noch mehr Geld. Bro, wie OP ist das, Kevin, wenn wir das jetzt... Digga, wie OP! Oha! Lass wieder machen. Okay, warte. Lass wieder machen. Warte. Hier, stell dich in die Tür. Schnell. Okay, stell hier. Bitte gehen Sie noch nicht. Bitte gehen Sie noch nicht. Bitte bleiben Sie noch kurz. Bitte, wir sind sonst alleine. Oh. Okay, schade. Aber das ist schön. Das ist, was ihr ausgewählt habt. I know. Ja, aber der ist so, Spielbecken, eine weitere Kochstelle. Der ist jetzt nicht deswegen gekommen. Das ist halt wirklich nur wegen dem Upgrade gewesen. Nicht, weil wir den geblockt haben. Ja, aber ich glaube, weil der halt noch sozusagen... Also da steht doch, dass die nach der... Ach, okay, keine Ahnung. Das ist doch scheißegal. Diese Vorbereitungszone ist doch für mich jetzt eigentlich ganz gut, oder? Das weiß ich nicht genau. Habe ich auch überlegt. Wenn ich da jetzt einfach mal viermal Tomatensauce draufpacke. Weißt du? Ich glaube, das ist geil. Ist die Frage, ob das überhaupt funktioniert. Kauf's dir einfach, wenn du willst. Es sind nur 20, weißt du? Bin ready. So, dann hätte ich direkt die Upgrades, Bro, dass wir die schon mal haben. Okay, was haben wir jetzt? Okay, wir haben jetzt den Schnellmixer, das ist der, den du wolltest. Und einen... Das kann ich nicht lesen, ist zu klein, leider. Okay, wir haben ein bisschen Ansturm jetzt, Lil Bro. Bin am Start. Das ist geil, mit leider nicht, sorry. Das ist geil mit der Soße. Was genau meinst du, Bro? Mit Transportings? Ich kann es stabil lagern. Ah ja, ist das geil? Ja, guck mal, ich kann jetzt immer, wenn ich Zeit habe, jetzt schon Soße vorbereiten. Digga, easy, Alter. Bruder, ich dachte, das ist übelst der Film mit der Pizza, Junge, wir sind ja richtig gut. Bruder, du bist ja auch richtig am Durchproduzieren da, Alter. Ich glaube, es wäre sogar noch besser, wenn ich das Ding nochmal habe für Käse. Bruder, gar kein Problem, wirklich easy. Kevin, wirklich easy, ist unfassbar einfach, Digga. Das brauche ich nochmal. Oh, vielleicht kommt jetzt noch einer? Ja, ich glaube, wir haben also noch für den einen Typen genug. Oh, komm hier, wartet eine Pizza. Digga, ist immer der eine Hungrige. Oh, ist eine Zweiermannschaft. Hier, Männer, lasst euch schmecken. Auf Late Night, Digga, extra noch eine halbe Stunde offen gehabt für die Jungs. Tschüssi. Ja, die gönnen sich, die wissen was Gutes. Geil, okay, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt entweder ein exklusives Restaurant wieder werden. Auf Sternebasis oder wieder das Business-Restaurant, Bruder. Ich weiß nicht. Kleinere Sauereien, Geduldsbonus, wenn Essen gebracht wird. Also wir haben halt momentan noch gar keinen Wischer. Was wollen wir nehmen? Exklusiv, habe ich entschieden. Boss. Du bist Boss. Alright, also das Vorbereitungsding war echt geil für mich. Oh, wir haben jetzt super viel neuen Stuff, Bro. Wir haben einen Kronleuchter, noch einen Kronleuchter, einen... Was ist das hier, ein Läufer? Boah, Basti, ein Läufer, Dicker, so einen roten Teppich als Eingang. Ja, aber wenn der anfängt zu brennen?
Naja, okay, true. Dann haben wir noch einen Armleuchter. Danke dir für 28 Monate, mein Bester. Holstein Kiel, danke dir für den... Nochmal? Ich habe einen Armleuchter, eine Edelmine. Achso, sollen wir den Mixer kaufen, Bro? Der ist fertig. Ist jetzt. Ich hätte den gerne. Jo, hier. Hier, Bruder, ist dein Weihnachtsgeschenk. Oh mein Gott. Freust du dich? Ja, sehr. Ich überlege jetzt aber gerade ganz kurz, wie ich das jetzt am besten mache. Ja, ich nehme dir mal ganz kurz die Sachen weg. Ich würde das hier gerne als Boden machen. Finde ich sehr krass. Sieht gut aus, ja. Dann haben wir noch den Boden, den mache ich dir in die Küche. Danke. Mixer muss... Frage, wie finden wir den? Hat was. Das ist eher, eher für Küche, Bro, ist eher für Küche. Aber passt zum italienischen Restaurant, finde ich. Okay, Frage mit dem hier? Nein. Nee, das ist, das ist Quatsch. Okay, wir haben noch den als Boden sonst. Nee, ist scheiße. Dann haben wir noch den als Boden. Boah, Junge, überhässlich. Haben wir noch eine Rolle irgendwo? Siehst du noch irgendwo eine Rolle rumliegen? Müsste eigentlich. Eigentlich ist aber für jedes Zimmer eins. Dann gebe ich dir das hier für die Küche einfach. Haben wir eine Tiefkühltruhe schon? Nee, ne? Nee, noch nicht. Oh, warte mal, was haben wir denn hier drin, Dicker? Oh, f***. Ich hab vergessen, es anzugucken. Soll ich es upgraden? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Kannst du den sauberen Teller da mal wegmachen? Ja, mach ich gleich. Boom! Get prefired, Alter. Ich brauche so einen Mixer auch nochmal für Käse. Boah, kennst du diese Werbung von diesem Joghurt Froop oder wie der hieß? Mit diesem dann kommt das in den Mixer oder irgendwie so hat diese kleine Göre da gesagt. Göre, Junge, wie alt bist du? 35? Ja, Digga, wie willst du das denn sonst nennen? Mädchen. Kleine nervige Kind halt. Schnell den Geschirr wieder mit. Ah, okay, warte ich mal. Also ey, gleich kommt wieder der Late-Night-Atze. So, und Fresse halten, jetzt geht ihr bitte beide. Achso, warte, jetzt kommt gleich nochmal der Late-Night-Atze einmal. Ich glaube, wir sind für den Late-Night-Atzen sind wir vorbereitet, wie du sehen kannst. Ja. Junge, oha, wie viele Pizzen auf einmal, Digga, chill. Bruder Basti komplett ausgerastet einfach. Er ist heute nicht gekommen, Bruder. Er ist nicht gekommen. Vielleicht ist er tot. Nein, vielleicht ist er woanders. Vielleicht ist er einfach tot, Bro. Nein. Er kam bis jetzt jeden Tag, Digga. Oh mein Gott. Er kam heute nicht. Ja, moin. Links. Ja, moin. Ey, chillig. Chillige Auswahl. Entweder mehr Arbeit oder mehr Geld. Weniger Geld. Kevin, ich sag dir aber eine Sache. Ich nehme nach links, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Mandarinscheiße. Mann, die Mandarinscheiße nervt mich auch. Dann lieber weniger Kohle. Das ist für unsere Kunden halt günstiger. Das ist halt nur für sie. Alright, Basti, wir haben eine Kochstelle, wir haben Mehl, Digga, krank. Und wir haben einen Tresen. Und was haben wir hier drin? Ah, das ist dieser Reroll. Da können wir eins rerollen quasi. Das fand ich übelst scheiße. Dann hau auf. Würde ich zu. Ja. Wollen wir einen Tresen upgraden? Dann wird es zu einer Gefriertruhe, oder? Kann zu einer Gefriertruhe werden, ja. Oder zu was? Oder einer Workstation. Ich weiß nicht, was das ist. Crafting Table. Ja, so mäßig. Sollen wir den Tisch einfach auch mal rerollen? Oder willst du den Tresen so haben? Nee, also aktuell brauche ich keinen. Dann rerollen wir den. Okay, dann let's go. Okay. Brauchst du eine Kochstelle? Sorry, brauchst du eine Kochstelle? Also, solange wir nur ein Gericht haben, nicht. Ja, dann scheiß drauf. Ich würde aber ganz ehrlich, ich würde so einen richtigen Pizza-Dings haben. Also einen richtigen schnellen. Siehst du eigentlich, was der ich immer... Der Pizza hat Kentucky Fried Chicken und der Pizza hat McDonald's, Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat. Weißt du eigentlich, was ich da mal für einen coolen Move mache? Ich mache immer das Olivenöl ins Waschbecken, dann kann ich schneller hier doppelklicken. Alter, machst du dann beides auf einmal, oder wie? Ja. Krank. Der Pizza hat Kentucky Fried Chicken und der Pizza hat. Digga, meinst du einen Edeltalk mit DJ Ötzi, wäre sick? Weil, warum nicht? Also. Würdest du generell nur einen Podcast mit einer Person machen, die du magst? Digga, da haben wir schon echt voll oft drüber gelabert. Guck mal, das Ding ist, eine Person, die ich nicht mag,
Oh mein Gott, schon wieder angemacht, Mistlick. Das Ding ist, eine Person, die ich nicht mag, ist tendenziell wahrscheinlich eher eine Person, die halt vielleicht auch kritische Aussagen macht in meinem Kopf. Weißt du, also so sagen wir mal jemand, der... Oh, ich habe gerade kein Beispiel parat. Aber man kommt könnte ja auch so Joe Rogan-mäßig auch Leute einladen, die zum Beispiel irgendwie sagen, yo, die Erde ist eine Scheibe, als Beispiel. Aber dann muss man die... Oh ja, upgraden, true. Aber dann muss man die halt gut interviewen. Weißt du, was ich meine? Da muss man die richtigen Fragen stellen. Das ist halt ein krasser Skill. Ich weiß nicht, ob du... So, also, glaubst du, dass du sowas kannst? Ja, genau, das ist das Ding. Das glaube ich nämlich nicht. Ja, ich weil gerade sind unsere Podcasts einfach, wir wollen einfach den Podcast so machen, wie wir ihn sonst auch immer machen, aber halt mit coolen Gästen. Checkst du, was ich meine? Als wären wir einfach eine Freddy Group, die labert. So soll der Vibe sein. Und ich weiß nicht ganz, ob das dann, weißt du, was ich meine? Ob das dann geil ist, wenn wir dann mit jemandem Kritisches dann darüber, über irgendwas labern. Kommt halt drauf an, inwiefern jetzt halt kritisch, ne? Also das ist halt... Ihr versteht, was ich meine. Also so, also zum Beispiel, wenn wir jetzt die militante Veganerin einladen würden, dann ist es, glaube ich, nicht so der Vibe, dass wir jetzt hingehen und ein chilliges Gespräch machen, sondern würde man vielleicht schon eher über Veganismus so auf Ernst reden. Könnte aber auch übelst interessant sein. Du bereitest dich doch auf alle Gäste vor, oder? Nö, nie eigentlich. Wir bereiten uns fast nie auf irgendwas vor. Das finde ich ist gerade das Geile. Okay. No Joe, das ist gerade das Geile, weil ich feiere das manchmal, wenn wir einfach über so normal Stuff reden und nicht dann so diese drei Interviewfragen, you know? Vielen Dank für 19 Monate. Naja, das ist ja ein Unterschied zwischen Interviewfragen oder halt einfach nur mit der Person auseinandergesetzt haben. Also so. Ach so, ja, also so. So zum Beispiel, wir hatten jetzt Chiago im Podcast letzte Woche und warte, wir haben den weiteren Esstisch, den würde ich mir koppen, Bro. Ja, kannst du machen. Ja, in Chiago und da habe ich zum Beispiel mal geguckt, so, was steht so bei Wikipedia einfach, ne? Ja. Und dann stand zum Beispiel bei Wikipedia, dass er Kampfsport gemacht hat. Fand ich halt interessant, habe ich halt gefragt, yo, was hast du da gemacht und so, weißt du, so mäßig. Mhm. Weil es ein lustiger Fact ist, den ich noch nicht wusste. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Ja, so ein bisschen schon, aber jetzt nicht übertrieben. Musst du jetzt nicht krass weit laufen? Naja, ich überlege gerade noch, ob das geil ist. Rabattisch, geil, kaufen, oder? Ja. Boah, der kostet 120, Digga. Und eine Gefriertruhe, könnten wir beides koppen. Willst du die Gefriertruhe haben? Ja, da kann ich halt eine Sache rein... Ja. Wir können die Gefriertruhe auch noch eine Runde in den Rabatttisch packen, Junge. Dann wird die Scheiße halt noch günstiger. Kann man halt machen, ne? Ich sag immer, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ah, das hast du schön gesagt, Kevin. Ja, dann rein. Also jemand hat den Spruch, den ich gerade gesagt habe, als Tattoo? Ja. Dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich glaube, ernsthaft, also... Ich glaube, tattoo-mäßig fast alle Sprüche irgendwie, oder? Boah, Junge. Geil. Mal den man hat, lass ihn baumeln als Tattoo. Irgendjemand safe. Ey, wenn jemand gerade hier zuguckt, der das Lass ihn baumeln Tattoo hat, bitte, bitte schicken. Ich muss das sehen, Junge. Was denkst du, wo hat man das Tattoo? Boah, das ist für mich so ein Hüft-Tattoo. So an der Hüfte, so dass man, wenn man eine Hose anhat, es nicht sieht, so mäßig, checkst du? So, mein, so an der Seite, so. Weil es ein Gag-Tattoo ist? Ja, ja, auf jeden Fall ein Gag-Tattoo, Bruder. Digga, wer macht sich denn auf Ernst, lass ihn baumeln, Bro? Also sorry, Digga, das passiert nicht. Also so zum Beispiel einer meiner besten Homies aus Berlin, Tamino, der war auch mal im Podcast und da hat er so als Empfehlung der Woche halt gesagt, dass man mal mehr chillen soll. So, ja. Also jetzt nicht so auf, dass man mehr Weed rauchen soll mäßig, sondern im Sinne von mehr chill, dass man sich nicht so stressen soll im Leben. Zum Beispiel als Beispiel, wenn man so im Stau steht oder so. So, man kann es dann eh nicht ändern, Digga, dann mach dir einfach keinen Stress in dem Moment. So. Voll. Und vielleicht so mäßig, lass ihn baumeln, so als Quote, so im Sinne von, mach dir nicht so viel Stress, dass so jemand das auf Ernst hat. Jackson, also du meinst jetzt nicht in Bezug auf Monte, aber das ist ja auch der eigentliche Bezug von Monte da drauf. Ja, ja, dass es schon so von Monte ist, aber dass ja das für ihn eine größere Bedeutung hat als diesen, lass ihn baumeln, Digga. Checkst du, dass es für die Person auf Ernst eine größere Bedeutung hat. Ja, ich glaube, ja, verstehe ich, aber ich verbinde das mit Monte auch auf den Bezug, nicht nur mit dieser Digga, warum verlieren wir denn immer minus 16? Was ist das, Tischboni? Sorry, was sollst du sagen? Ich verbinde das von Monte. Er hat doch früher in seiner Anmod hat er gesagt, lass den Baum so auf Ernst. Hat er nicht gesagt, oder? Hat er das gesagt so? Glaube schon, das war nicht nur immer so ein Gag-Ding. Wir haben minus 25% gewählt. Weiter geht's. Lass sparen, dann können wir uns nächste Runde richtig dick, hier, wie heißt es, Deko-Artikel holen. Weißt du, dann können wir richtig Deko ballern und dann haben wir richtig geile Perks. Ja, true that. Auf geht's, ich will backen. Yes, sir. Du musst noch K drücken. Achso, sorry.
Digga, ich habe das Gefühl, heute ist es richtig easy, Alter. Sind wir einfach übelst gut geworden? Ich glaube, wir sind sehr talentierte Spieler. Ich brauche langsam eine Pizza, Lil Bro. Boah, wie krass du das machst, Digga. Er bereitet alles vor und dippt dann nur noch den Teig da drauf. Kevin, ich mache das hier nicht zum ersten Mal, ne? Das ist hier alles kein Spaß mehr. Oh, ich lasse den Ofen einfach an. Ja, ja, kann er mal machen. Digga, gar kein Problem. Meinst du, wir schaffen Level 15? Ja, glaube ich, safe call. Glaube ich auch. Also da müssen wir wirklich richtig reinscheißen, dass wir das blowen. Ja, oder telefonieren. Ja, ich sag dir ehrlich, der Mix, das Ding hier, ne, mit meiner Tomatensauce, du siehst es. Das ist für mich der größte Gamechanger, Digga. Also das einzige Problem, was ich noch gerade sehe, ist so ein bisschen so das Tellermanagement. Und hier ist halt immer noch ein bisschen Pisse auf dem Boden. Ansonsten super. Digga, er wird wieder geprefired. Hier, deine Pizza war schon da. Deine Pizza war schon da, bevor er da war, Junge. Ah, da kommt sogar noch einer. Ah, der Late-Night-Atze, da ist er wieder. Ah, nee, das ist noch der normale. Ja. Warte, ich abuse nochmal das Telefon für extra Money. Vielleicht, wir müssen ihn einfach nur nochmal daran erinnern, dass er was zu tun. Oh, da kommt er! Da ist er! Er ist nicht tot, let's go! Er stellt sich draußen an, so gehört sich das auch. Pogchamp. Wie heißt der? Was ist dein Name? Gulliver. Gulli! Gulli, mach's gut, war schönen Abend noch. Mach's gut, Gulli. Beste Mann, Junge, unser bester Kunde, Digga. Stammkunde, wir gehen auch auf Stammkundschaft, das ist wichtig. Digga, ist ultra wichtig. Ey, ich glaube, for real, in einem Restaurant ist das A und O. Ja. Also kommt auf dein Restaurant an, aber ich glaube, Stammkunden ist OP as fuck. Ich glaube, das ist ein Real-Life-Money-Glitch. Okay, minus. Ja, da kommen die noch alleine, Bro. Ja, links, auf jeden Fall links, Digga. Scheiß auf Pizza, Verlierer wäre Pizza mit. Aber Pizzen dann müssen wir auch noch ein bisschen schneller werden. Blumentopf. Tresen. Wie teuer ist jetzt diese Gefriertruhe hier? 5. Die Gefriertruhe kostet jetzt nur noch 5. Ich lasse ihn nochmal durchlaufen. Nee, komm, lass er jetzt kaufen. 5 ist zu viel. Ja, okay, komm. Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich kann da nur eine Sache reinmachen. Das ist eigentlich auch voll wasted. Hier. Kevin, ich muss eigentlich auch, darf ich hier wieder rauskommen? Warum? Ja, damit ich im Notfall auch mal helfen kann. Ja, willst du? Naja, ich würde schon. Wir können es so machen. Ja, weil du wolltest mich aussperren die ganze Zeit immer. Nein, wollte ich nicht. Vor allem, Bro, du sagst einfach, warum. Brauchen wir einen zweiten Geschirrspüler? Frage. Wir brauchen langsam mal mehr Teller. Nee, mehr Teller ist kein Problem. Teller haben wir mal genug. Einen zweiten Geschirrspüler könnte gut sein. Wir können auch einmal rerollen, wenn du willst. Haben wir noch gar nicht gemacht, kostet 10. Ja, yeah, komm. Boah, Gummistiefel, Dicker. Oh, der Küchenbodenschutz. Geil, ja, mach den vor die Dings. Warte mal, kann man den Wischer vielleicht upgraden zu einem Roboter? Wahrscheinlich. Was heißt Wischer auf Englisch? Wischer? Robot? Ja, Mob wird zu Robot-Mob. Dann will ich den upgraden und wird dann auf die zweite Gefriertruhe einfach scheißen, die verdienen wir dann aber juckt. Außer du sagst, du willst sie saven, dann können wir die auch saven hier unten. Nee, muss nicht. Das Ding ist halt, macht das jetzt Sinn, dass ich jetzt hier gemacht habe mit dem Kollegen? Meinung zu Kaffeetisch? Das ja, ist dieser Wartetisch, da kommt ja, einer rein. Wichtig. Kauf, ich setze dich in die Ecke. Wir müssen eigentlich noch einen Diamanten dazu holen, damit wir mehr Geduld bekommen. Ja, können wir noch nicht machen. Erst nächste Runde, also lass Geld sparen. Okay. Dann lass nichts weiter kaufen. Gefrierschrank save ich einfach, weil wir haben eh Platz. Und dann go. Okay. Gute Arbeit, Basti. Gute Arbeit. So, ich rufe direkt einen an oder soll ich nicht machen? Ich weiß nicht genau. Du kannst machen. Ah ja, Stühle könnte ich wegmachen. Ja, true, mach ich nächstes Mal. Doch, ich mach mal. Wir haben jetzt Einzelarzen. Oh ja, die Upgrades. Sprung. Ich weiß nicht, ob diese Matte da so viel Sinn macht. Ah, wir haben leider das falsche Upgrade bekommen, Bro. Ja, komm. Können wir verkraften. Dicker, easy, Junge. Ich brauch mal langsam wieder ein Messer, ey. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich es cool finde, alleine ins Restaurant zu gehen. Ich habe voll oft schon überlegt, das mal zu machen. Irgendwie ist es voll cool. Warum? Aber irgendwie ist es auch sad. Warum? Du gehst doch ins Restaurant für Essen, oder? Also wenn du Hunger hast. Ja, aber ich würde auch sagen, dass ein großer Part vom ins Restaurant gehen ist, die Zeit mit Freunden zu verbringen. Ja klar, aber wenn du jetzt, also... Aber manchmal denke ich mir, ist auch, also ich würde auch voll gerne mal so, also in so ein geiles Restaurant gehen alleine. Einfach nur so wie ich auch voll gerne mal alleine in Urlaub fahren würde. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, da hast du halt... So ist einfach so Me-Time quasi. Nee, voll, also ich... Denke mal, das ist halt nochmal ein anderer Ansatz. Also, wenn du alleine essen gehst, dann
wirklich einfach. Reise beruflich immer wieder und das wird super schnell normal und Jonas feiere ich es sogar. Ja, glaube ich auch. Muss mal probieren. Also ich fand es immer ganz cool früher. Ich habe in der Nähe in Berlin von so einem Starbucks gewohnt und dann habe ich da mal hingewatschelt. Habe mir da immer so zum Frühstück, nicht jeden Tag, aber so einmal die Woche oder so, dann so einen kleinen Bagel warm machen lassen von den Ärzten da und mir irgendwie einen beteuerten Kaffee rausgelassen, Digga. Fand ich eigentlich immer ganz nice. War voll geil, bei mir war so direkt davor immer so ein Markt. Mhm. Oh scheiße, Bruder, du musst kurz mal helfen, ich hab keinen Platz mehr. Scheiße, ich kann das nicht abstellen. Du musst mal schnell irgendeinen Teller wegnehmen einfach. Oh, Bro. Da war so ein kleiner Markt und das war voll geil. Da war so ein kleiner Markt und da war immer so wechselndes Angebot, weißt du? Und da kam immer so Arzt, haben irgendwie so Streetfood-mäßig so irgendwelche, keine Ahnung, dicker Nudeln mit irgendwas gemacht und so. Das fand ich übelst geil. Ja, aber das ist ja auch nicht richtig essen geht, oder? Also ich meine, also... Nein, das ist anders, ja, das stimmt schon. Oh, komm, Gulli! Gulli! Gulli? Wo bist du? Oh, da ist er! Da ist er, der letzte Kunde, Junge! Boah! Hier, Gulli, lass dir schmecken, deine Pizza war schon warm, Bruder. Boah. Willst du ihm die... Komm, gib ihm! Nee, ich hau die in die Tonne. Gulli, lass dir davon nichts erzählen, die... Komm, ich zeig dir mal die Küche. Ey, wer sind denn die? Gullis Freunde! Noch später. Der setzt sich erstmal hinten hin. Ach, du willst mit dem Koch mal reden? Hallo? Hä? Soll ich vielleicht nochmal eine Pizza backen, oder? Nee, passt schon. Digga, was geht denn auf einmal ab? Was? Jetzt können wir wieder designen. Wir haben eine neue Wandtapete. Wie finden wir die? Ja, finde ich gut. Ich habe mich ehrlich gesagt an dir gewöhnt. Die finde ich besser. Lass uns die grüne hier in die Küche hauen. Boah, guck mal, ein ruhiges Gemälde für noch mehr Geduld. Das ist wichtig. Ey, können wir wieder das machen? Das fand ich cooler. Nein, ich will mal ein bisschen was Cleanes. Okay. Haben wir noch irgendwas, was Perks bringt? Ich glaube nicht. Nee, noch ein Läufer. Kauf deine Armleuchter da oben. Kauf beide Armleuchter. Und der Läufer auch? Der Läufer auch. Geil, dann haben wir alles. Dann haben wir alle voll. Echt? Ah, nevermind, da fehlt uns noch einer. Der bringt nur einen, oder? Ja, und der, sollen wir es trotzdem kaufen? Ich weiß nicht. Ja. Ja, doch, komm. Ist das scheiße. Dicker, machen wir das schön oder kloppen wir die Dinger einfach irgendwo hin, Junge? Wie scheiße. Junge, sieht das beschissen aus, Dicker. Einfach alles in die Ecke gerotzt. Bruder, okay, ich kann die Tische ein bisschen. Ich würde das Gemälde gerne saven. Ich habe das Gefühl, dass Geduld echt wichtig ist. Okay. Okay, ich bin bereit zum Backen. Ich glaube, ich stelle die Teller noch hier hin. Das ist ein guter Call vom Chat gerade, den ich gelesen habe. Bruder. So, jemand meinte gerade, dass unser Restaurantname falsch ist und es müsste eigentlich heißen, jeder eckt an außer wir und nicht außer uns. Ja, das stimmt. Das ist grammatikalisch falsch, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Oh, Basti, wir haben den Roboterwischer jetzt. Ja, Digga, unseren Robo-Friend. Zum Weg. Ich hätte schon gerne das Tablett, ne? Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber es wäre schon geil. Ich hätte gerne mein Messer. Oh, eine neue Pizza, Basti. Ach, nee. Eine Pizzi. Sorry, ich muss es mal ganz kurz bei Ihnen zwischenlagern. Ich sehe schon kommen, dass ich den Ofen einfach mal einmal anmache und deswegen ein Brand entsteht. Ey, wenn halt ein Brand entsteht, sind wir halt auch gefickt, ne? Wir haben keinen Feuerlöscher gekauft. Nee, du kannst auch mit der Hand machen. Ah, okay. Ist das schon mal passiert? Ja, ich hab das schon mal gesehen. Hast du schon mal gesehen? Oder hast du gestern noch YouTube-Videos geguckt zum Game oder was? Nee, ich hab das, Tryhard, sorry. Im Trailer oder irgendwo hab ich das gesehen, so eine Szene. Basti, sich gestern auf Chillo erstmal Tutorial reingezogen. Hab ich nicht. 5 Dinge in Playdub, die du noch nicht wusstest. Hab ich nicht, Mann. Im Tutorial war das, mein Chat. Ja, hab halt aufgepasst. Basti, mach du mal hier draußen den Kellnerjob. Du weißt gar nicht, wie schwer das ist. Bro, du würdest so untergehen bei meinem Job. Ich bin Job. Hier auch so am Hustle. Was? Was? Du würdest sagen, deins ist schwerer? Meins ist, nö, nicht schwerer, gleich schwer. Ist auf einer Ebene. Na dann will ich mal sehen, wie du weitermachst, wenn da keine Pizzen mehr kommen. Scheiße, also jetzt oder? Machst du, bist du am Streiken oder was? So ein bisschen, ja. Ich setze mich mal mit meinem Kumpel hier hin. Hallo.
Ja, die Brille ist neu. Was willst du haben, Basti? Ohne Pizza, wie immer, oder was? Hau mir mal eine ruf, Gulli kommt gleich. Gulli kommt gleich. Ja, ja, ist das schon. Gulli, moin. Gulli, setz dich mal ruhig auf den Kaffeetisch noch. Hier, Gulli, wie immer, ah, die Pizza in den Arsch kalt. Das ist schon die von vor 4 Stunden. Wie du es magst, hier, zack. Och. So, da sind wieder Gullis Familie, kommt auch wieder, Gullis Tante und Gullis Opa. Moinsen, einmal bitte zum Kaffeetisch. Ich komm gleich zu Ihnen. Moin. Hier. Er kriegt einfach nur einen leeren Teller, Digga. Oder Basti, stell ihm jetzt, nimm ihn weg. Mir ist gerade aufgefallen, Kevin hat sogar das Koch-Outfit an und Basti das Kellner-Outfit. Digga, stimmt. Alter, das macht gar keinen Sinn. Dein Outfit ist auch gut. Stell dir vor, wir sind ja auch wieder ein edles Restaurant. Stell dir vor, da kommt einfach so ein Hotdog und bringt dir so ein Stück Pizza vorbei, Junge. Bro, du siehst, mal vor, du siehst mich in der Küche. Okay, wir ändern das ganz kurz. Ja, wir machen wieder den hier. So, da gibt es keine Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler. So, was haben wir hier? Forschungsschreibtisch brauchen wir nicht. Aber unseren Robo-Friend haben wir jetzt, Basti. Turnschuhe. Ja. Digga, der kostet 250. Sorry, Bro. Digga, Turnschuhe für dich. Ich kauf Gemälde, ja? Ja. Turnschuhe waren Garbage letztes Mal. Die kaufe ich nicht. Ey, das ist aber geil. Wir haben jetzt den Rabatttisch und der cuttet jedes Mal 50% vom Preis. Das heißt, der Robocop wird in einer Runde nur noch 125 kosten. Digga. Schnapp. Was heißt, dass es hier schläft? Hier schlafen Leute. Hier ist so ZZZZ. Was heißt das? Achso, die lassen sich jetzt mehr Zeit. Ah, okay. Alright. Aber warte, Speiseaufzug? Ah, das ist eine Ender Chest. Das ist eine Ender Chest, Bro. Oh. Das könnte ich ja bei dir machen, dann könntest du es mir hierher teleportieren. Ja, brauchen wir nicht, oder? Nee, ist Müll. Okay, dann let's go, weiter geht's. Scheiße, vielleicht hätten wir den trotzdem saven sollen. Bro, ich liebe das, wenn meine Straße ready ist, ne? Ja, du das nur noch so abfahren musst. Ja, so Alter, einfach. Die lassen sich jetzt übelst viel Zeit, die Leute. Ist auch besser für den Magen. Nee, bevor die bestellen. Ach so. Ist auch gut für den Magen. Diese Musik macht mich ein bisschen sauer, Bruder. Die Musik ist doch voll angenehm. Ja, warum haben manche Leute was gegen die Mucke? Die ist doch voll cozy. Vielleicht die Geräusche eher. Bing, bing. Digga, ich hab das schon mittlerweile so im Kopf, ne? Also. Digga, kennst du das, wenn man so ein Geräusch irgendwann ausblendet, einfach irgendwann, weil man es die ganze Zeit hört? Ja. So wie man so ein Ticken von der Uhr oder so ausblendet. Digga, übrigens, ich kann nicht pennen in einem Raum, wo es, also irgendwann gewöhnt man sich dran, aber ich find's so nervig, in einem Raum zu pennen, wo so eine Uhr klackert, Digga. Ich hab teilweise schon manchmal in so Airbnbs gepennt, Bruder, ich hab die Uhr einfach aus dem Zimmer gehangen, weil es mich so krank abgefuckt hat. Digga, das nervt mich so böse. Ja, verstehe. Das ist auch so ein Ding, damit bin ich nie aufgewachsen, das hatte ich nicht. Ja, du kannst die Uhr ja auch nicht lesen. Nein, shut up, ich kann sie lesen, aber langsam. Deswegen guckst du nicht auf deine Uhr, sondern würdest lieber Passanten auf der Straße ansprechen. Nein, das auch nicht, Digga. Hast ich würde auf mein Handy Mal gucken. Gesagt. Ich würde auf mein Handy gucken, Bro. Nein, Kevin hat gesagt, wenn er kein Handy dabei hätte und nur eine Uhr am Handgelenk, er würde trotzdem Passanten auf der Straße natürlich. Nein, nicht Passanten, Freunde. Passanten. Nein, Digga, was für Passanten, Junge. Digga, Marc Eggers erstmal Straßenumfragen. Ey, Leute, wie spät ist es gerade? Übrigens, wie viel verdient ihr und was ist euer Buddycount? Bro, what the fuck, Alter? Viewer würdest du auch nach 10 Euro fragen. Bruder, ich musste letztens einen Viewer, es gibt so ein Parkhaus beim Experian. Bruder, wenn du da drin bist, das ist so ein scheiß Parkhaus, du kannst da nur mit Karte, nur ohne Karte zahlen. Mhm. Und also auf jeden Fall Apple Pay ist immer ein bisschen schwierig. Und ich habe da halt bezahlt mit Contactless, an dem Tag ging das sogar. Hab dann aber mit Dominik zu lange gelabert, dass es dann nicht mehr ging. Und beim zweiten Mal ging es dann nicht mehr. Und dann war ich stuck in einem verfickten Parkhaus, Bruder. Und zum Glück kam dann ein Subscriber von mir und hat mir dann einfach 10 Euro geliehen, Digga, was ich ihm dann zurückgegeben habe auf PayPal, Junge. Bro, ey, ist das so traurig, wirklich. Hast du ihm mehr gegeben? Nee. Wow. Oder? Ich weiß nicht. Weiß ich, er ist gerade im Chat. Hab ich dir mehr gegeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihm 1:1 10 Euro gegeben. Aber er ist jetzt VIP. Ich habe ihn overpaid mit VIP quasi. Nee, war nur 10 Euro. Okay, wie enttäuscht er es sagt. Ja, Bro, ich muss dir manchmal die Augen erst öffnen, damit du es verstehst. Dass ich ihn overpay? Nein, dass du ihm eventuell mehr gibst, ja. Meine ich. Bruder, das ist doch ein perfekter Deal. 10 Euro für 10 Euro. Was soll ich machen? 10 Euro, yo, hier, Bruder, ich habe dir 100 auf PayPal geschickt. Ja, aber er hätte sogar bestimmt weniger bekommen wegen PayPal-Gebühren. Nein, hat er nicht. Ist Freunde und Familie. Gratis. Okay.
Digga, erstmal noch Waren und Dings machen, oder? Hey Bro, ich vertraue dir nicht, dass du zurückziehst, Digga. Du lässt dir eine Rechnung Digga, ausstellen. Digga, ich mach. Junge. Bruder, kannst du mir noch eine Rechnung ausstellen? Ich würde gerne noch von der Steuer absetzen, Bro. Gute Arbeit, Bruder. Ja, sehr stark. 50 Euro wären fair und cool gewesen. Leute, ich musste ein Parkhaus bezahlen für 2,50 Euro. Digga, dann hätte ich 50 Euro fürs Parkhaus. Du wärst ja ohne ihm am Arsch gewesen. Bruder, für 50 Euro hätte ich mir ein neues Auto holen können, Bruder. Du hättest ihm halt noch sagen können: hey, hier, komm. Komm mit nachts zu mir nach Hause oder so, ich mach. Joa, Digga. Bro, komm zu mir nach Hause, Digga. Ich musste noch irgendwo pennen, Digga. Ich hätte noch einen Platz auf der Couch frei, Digga. Chill. Digga, oha. Und du hast mich am nächsten Tag nicht mal erkannt erst. Bro. Ist das aber dafür, ey, no joke, aber dafür ist es jetzt eingebrannt, sein Urgroßvater, Digga. Ich weiß wirklich, ich sehe, wenn ich deinen Namen lese im Chat, sehe ich dein Gesicht, Digga. Wie heißt das er denn? Desi. Und ich weiß nicht, ob ich das geil finde, aber es ist so. Ich weiß genau, wie du aussiehst, Digga. Ich weiß sogar, was du für Klamotten anhattest, Digga. Okay, das ist jetzt schon fast ein bisschen weird. Digga, ich weiß sogar, Digga, wo du wohnst, Bruder. Ich habe sogar auf deinen fetten Cock geguckt, was? Du nutzt deine Zuschauer aus und weißt ganz genau, was sie für Klamotten tragen und wie sie aussehen und wie sie heißen. Junge, Zahlsch. Du wolltest, er wollte einfach zu dir nach Hause. Ich zu ihm, meinst du? Naja, du wolltest ihn zu dir nach Hause einladen. Das ist so eine Trap, die ich immer mache. Das Experian in Parkhaus funktioniert 1A, Digga. Aber ich logge da immer so Subscriber rein, um so Geld zu waschen, dass sie so mein 10 Euro PayPal-Money in Bar tauschen, Digga. Money Laundering, Alter. So eine Scheiße. Du setzt am Tag so 40 Euro und kannst einfach waschen. Ich habe gerade Laserpointer auf meiner Brust, Bro. Jo. Ey, Kevin, rechts ist so scheiße. Eine beschissene Fleischsuppe. Boah, Digga. Ja, wir nehmen links. Mehr Gäste. Hol mal jetzt den Robo. Den Robo-Bro. Nee, ich würde den Robo-Bro tatsächlich noch einen Tag länger machen. Dann ist der noch günstiger. Guck mal, jetzt ist der 125 und dann Tablet, ist der nur noch 62. Tablet. Yippie. Woo. Tomaten. Ja, dann lass uns Tablett kaufen. Komm mal rein in die Küche, warst du lange nicht mehr hier. Jausen, moin, das sagt meine Freundin auch immer. Und tschüss. Ey, sollen wir noch einen Esstisch kaufen? Auch cool, ne? Mach halt. Okay, mach halt. Wie sauer. Ja, was denn? Ja, was denn? Die ist dir egal. Freu dich doch für mich. Ich hätte dir ehrlich gesagt die 10 Euro nicht geliehen. Ich hätte gesagt, du müsstest aus deinen Fehlern lernen. Und dann wäre ich stuck gewesen. Ja. Ich hätte nächsten Tag nicht streamen können. Ich hätte nur die Scheibe eingeschlagen. Oha. Digga, es hat heute jemand, ich bin heute so zu meinem Auto gegangen, wollte zum Podcast fahren. Bruder, es hat jemand einfach eine Bananenschale einfach neben mein Auto geworfen. Eine Mario. Bananenschale lag einfach neben meinem Auto, Digga. Mario Kart oder was, Digga? Wer war das? Da lag einfach nur eine verfickte Bananenschale neben meinem Auto. Das war einfach ein Angriff auf Papa-Platte. Digga, ich schwöre. Jesse, er hätte nächsten Tag nicht streamen können. Wieso gibst du ihm 10 Euro? Joa, so, Digga. Bruder, einfach nicht gegeben auf so unkorrekt, Digga. Ich wäre so stuck. Alright, let's go. Achso, den Wischrobe. Ah, ne, den Wischrobe wollen wir noch günstiger machen. Du wolltest sparen. Ja, sir. Draußen bleiben, bitte. Digga, wie schnell war die Pizza fertig oder war die Kühltruhe? Sag ich dir nicht. Sag's dem Kunden vor allem auch nicht. Schönen guten Tag, das ist die aus der Kühltruhe von gestern. Guten. Ey, aber no joke, würde man einen Unterschied schmecken, wenn eine richtig gute Pizzeria den Teig einen Tag vorher vorbereitet, also nicht nur den Teig, sondern alles. Also wenn quasi eine Pizzeria selber sozusagen eine Fertigpizza den Tag vorher herstellen würde. Checkt ihr, was ich meine? So würde ich auf jeden Fall argumentieren, wenn ich ein Pizzarestaurant hätte, die jeden Tag immer nur eingefrorene Scheiße serviert. Ja, aber es ist eingefrorene Scheiße von dem Tag davor. Junge, oha, wie viel, Bruder, sorry. Würden Sie ihn jetzt einen großen Unterschied merken? Meinen Sie? Nein. Ist mal ein Fall für Galileo, Digga, aber die testen stattdessen irgendwelche beschissenen Rutschen in Polen oder so, Junge. Was? Aber die wichtigen Fragen, die ich wissen will, die werden wieder nicht beantwortet von Jumbo Bumbo Schreimer. Digga. Hast du mal gesehen, was Jumbo für richtig böse Kommentare auf seinem Insta da lässt, Digga? Ja, aber er wird doch. Ich weiß nicht, was er da schreibt. Das ist so gemein, aber so passiv-aggressiv auch, Alter. Ich meine, so Leute schreiben so, hey, da war ich auch schon mal essen. Und dann so, schön für dich, schreibt er so. Schön für dich, wenn das dein einziges Talent ist. Naja, aber ist doch... Oder so, jemand schreibt so, hey, ich war auch mal in derselben Stadt, da gab's auch ein richtig nice vegetarisches Restaurant. Wen juckt das? Oder so, so Sachen, so schreibt er das. Achso, ich habe ein Tablett, true. Ja, mach ich nächste Runde. Ich bin gerade zu einem krassen Flow gerade. Wow, erstmal am Sliden hier. Man hat nichts gesehen, Leute.
Was ist da gerade? Eine kleine Pizza verbrannt? Ja, und der Mülleimer ist schon voll, weil ich da schon 3 Tomaten drin habe. Kann der Mülleimer zu voll, also der ist voll, max ja. out sein? Ey, wie ist denn Galileo in 2023? Hattest du mal irgendwer geguckt? So, testen die noch Rutschen? Gibt's noch hier Haro oder wie der heißt, Digga, der immer irgendwie Currywurst in Brasilien getestet hat oder so? Gibt's den noch, Digga? Oder haben die den rausgeschmissen, Alter? Was ist mit dem? Aber der benutzt das Tablet immer noch nicht. Nee, mach ich nicht so ohne. Ach so. Ja, Bro, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich bin so, mein Kopf funktioniert nicht so. Ach so. Ich kann das jetzt nicht switchen, Digga. Hätte ich jetzt nicht gedacht von mir, ehrlich gesagt. Wie ist der Moderator? Warum habe ich das gerade so weird gesagt? Der Moderator? Ayman Abdallah, oder? Und dann gab's noch den anderen, den fand ich aber cooler. Diesen Jungschen. Kennst du von dem Jüngeren, das, wo er mit, wo er so live schaltet? Oh, war das Daniel Aminati? Warte, ganz sorry, Bro. War das Daniel Aminati? Nein, oder? Daniel Aminati hat... Haro? Nee, Haro ist der, der ist auch mal irgendwo, der hat die Rutschen getestet. Es gibt so einen Clip, wo dieser jüngere Galileo Moderator mal so eine Live-Schalte hat zu TV Total, wo er nur so ankündigen soll, was in Galileo gleich noch im Anschlussprogramm kommt. Und da verarscht ihn Eminem so. Das ist ein ganz merkwürdiger Clip. Nee. Das ist ein ganz komischer Vibe, aber... Findet man das auf YouTube? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Stefan Gödde, ja, das kann sein. Das war auch super unnötig, dass er... Du musst dir vorstellen, Eminem sitzt bei Stefan Rapp bei TV Total und die schalten gerade Galileo ein, was im Anschlussprogramm gleich für Wissenschaftssachen da erklärt werden. Und in der Live-Schalte war trotzdem noch Eminem und hat das so mitbekommen. Oder wie dieses... Das, was du gerade beschrieben hast, dass die so bei TV Total so erklären, was gleich bei Galileo danach kommt. Ja. Ja? So fühle ich mich immer, wenn ich von Just Chatting in den Game reinwechsel, Digga, und versuche, alle Viewer zu keepen. Weißt du, ich komme gerade aus so einer Banger-Reaction und versuche so zu switchen in so ein shitty-ass Game, was keiner gucken will. Und dann versuche ich genau das. Ich versuche dann den Leuten das so zu erklären, wie geil das jetzt gleich wird. Digga, no joke, das ist genau dasselbe. Warte, ich musste das... Ey, das war hier Gulli, mach's gut, schönen Abend noch. Transport, wir haben Dings, Transportband. Ich hätte deine fucking E-Mail-Adresse rausgefunden und mir gemerkt. Oh, danke. Transportband kaufen oder Transportband upgraden vielleicht? Transportband upgraden und dann gucken, was wir damit machen. Wollen wir den Roboter kaufen? Der kostet 60. Ja, aber komm, 60. Wir können noch einmal für 30, okay. Wollen wir einen extra Esstisch? Naja, ja, eigentlich nur, wenn die Schlangen dann kommen. Aber wir schaffen das gerade so easy, ne? Ja, Bruder, also das ist wirklich ein No-Brainer heute. Also wenn wir das blowen, sind wir die größten Vollpfosten. Kann ich das jetzt machen? Nee, Tablet ist übelst scheiße dafür, Basti. Boah, das ist richtig scheiße. Kompliziert. Ich muss es alleine weitermachen. Das alleine weitermachen. Boah, wie viele Leute, Dicker, auf einmal. Holy shit, Junge, der ganze Butz ist voll. Ja, seitdem sie sehen, dass bei uns läuft. Junge, oha. Immer noch kein Messer. Ey, wir müssen ein Geschirrspüler-Game upsteppen, glaube ich. Oder so eine dreckige Tellerablage. Ich weiß nicht genau, wie das Scheißding heißt. Das Ding ist halt, wenn einmal abgeräumt ist und die sind drinnen, dann lassen sie sich richtig viel Zeit, Digga. Da kann ich richtig chillen. Das ist geil. Hat eine fertige Pizza einfach in den Müll geworfen. Stark. Digga, der Wartetisch ist auch krass. Ist krass OP. Zweimal? Hast du es nochmal gemacht? Ja. Bro! Stell dir vor, das sieht so ein Kunde. Digga, so eine richtig geile. Er wartet so extra lange und denkt so, oh mein Gott, das ist meine. Kennst du das, wenn man so sieht schon, oh, da kommt meins, Digga. Und er klopft einfach weg, Digga. Man sieht so keinen Fehler da dran. Man sieht, dass sie perfekt ist, einfach. Er klopft die einfach in den Müll, Digga. Er läuft aber so vorher noch so kurz an dir vorbei, Digga, dass du so den Geruch catcht. Und läuft einfach zum Müll, einmal wirft neben dir weg. Digga, dieser eine Kunde hier hinten, der kriegt immer seine Pizza so richtig spät erst. Merkst du dir eigentlich, wer zuerst reinkommt? Nö. Damit's fair ist? Nö. Das bekommt einfach der bekommt. Dieb, Junge. Das war ein schöner Spruch. Den tätowiere ich mir. Mann, Junge, kann man der scheiß Roboter hier diesen dicken Staubsaugerfleck hier wegmachen? Ja, perfekt, danke. Basti, wer war denn er da gerade? Weiß ich nicht. Heute, das ist einer meiner schlechtesten Arbeitstage. Ey, Bruder, man kann nicht jeden Tag gut drauf sein und so, weißt du? Man muss auch mal einen schlechten Tag haben. Haro hatte auch mal einen schlechten Tag und dann wurde er gefeuert von Galileo, der Arme. Hat er? Wurde er gefeuert?
Man weiß ich nicht, Digga. Ich einfach mal so ein Fake-Gerücht in die Welt setzen. Cool. Wer auf jeden Fall gefeuert wurde, ist Paddy, der von Super RTL, der Moderator. Den haben die einfach gefeuert, ohne dass sie dem gesagt haben, was ist. Den habe ich mal getroffen, ich habe einen Pick mit dem gemacht. Auf dem Lochis-Konzert, beziehungsweise Hero. Kennst du Du hast ja Pokito TV geguckt, oder? Boah, selten, aber ja. Okay, also selten, was heißt selten? Also, ich war jetzt nicht so, One Piece und so war ja nicht so mein Mega-Jam. Mhm. Damals habe ich ja, also ich weiß, dass Nami größere Brüste hat zum Beispiel, aber ich habe es jetzt nicht so regelmäßig geguckt. Ich weiß, ob du Pokito TV geguckt hast, bitte. Ich wollte es als Sidefact kurz mitgeben. Also einen ganz verstörenden Tweet heute Morgen gesehen über Nami. Weiß nicht, ob den noch jemand auf seiner Timeline hat. Ich gebe den jetzt mal nicht wieder, aber da war sowas mit so, dass sie alles machen darf sozusagen. Aber es war so eins drüber. War komisch, dass ich solche Tweets nicht habe. Digga, ich hab die immer, Junge. Nice, guter Tag, Bro. Alright, kriegen wir jetzt Deko-Artikel? Das wäre geil. Beheizter Mixer, Arbeitsschuhe, Servietten und ein Essi. Brauchen wir alles nicht. Lass aber den letzten Tag drauf. Hä, Bro, ich will einen Mixer haben. Für meinen Käse. Achso, ja, soll ich den dann. Willst du einen Greif haben? Nee, Mixer. Aber dann würde ich den noch einmal zu einem Schnellmixer umswitchen. Ja, bitte. Open. Let's go. Wieso kriege ich kein Messer? Baby, komm doch her zu mir. Es ist mir egal, ob du dein Herz verlierst. Heute mach ich einen Mann aus dir. Ey, Basti, ich sehe uns auch ehrlich, dass wir mal irgendwann, wenn Streaming nicht mehr läuft, dass wir einfach so ein Malle-Duo werden. Bro, wie oft weißt du, so einfach wir beide auf dem Bierkönig. Diesen Spruch gehört habe, wenn Streaming nicht mehr läuft, dann. Wir beide, Dicker, Bierkönig Bühne. Ich weiß, als ich dir mal geschrieben habe, dass ich in Menorca auf dem Urlaub bin und du meintest so, ja, gönn dir mal Malle. Ja, wie? Egal, ja, du checkst es bis heute nicht, glaube ich. Ja doch, Menorca ist halt nicht Mallorca, die Insel. Ja, oh. Ja, weiß doch jeder, habe ich mich aber verlesen. Nee, aber meinst du, das würde mit mir gut funktionieren? Also ich meine, ich habe da so ein paar Hindernisse sind da ja da im Weg. Wir können ja so machen, wir können ja mal was Neues probieren. Guck mal, eigentlich nicht nach Malle. Guck mal, du bist einfach der Atze, der so hinten am Schlagzeug sitzt. Gab's doch nicht. Gibt's ein Duo, wo einer Schlagzeug macht auf dem Ballermann? Nö. Du machst Schlagzeug hinten. Ja. Gehst da richtig dumm, aber wir machen so Fake. Wir stellen dir so von so Band Hero, von Guitar Hero, stellen wir dir so eins hin, dass es so aussieht, als würdest du was machen. Du machst aber gar nichts. Wir machen Playback einfach. Du bist einfach nur für Deko da. Dass die auch so mehr zahlen, dann sagen wir, können wir so zum Bierkönig-Owner sagen, ja, ey, die Gage ist leider höher, wir müssen zwei Leute ernähren, bla bla. Aber du sitzt da einfach nur so mit dem Wii-Ding da. Und schaust da einfach so vor dich hin, Digga, auch so gar nicht im Takt. Mach mal Soundprobe. Was würdest du das Tablett ist übertrieben scheiße, Leute. Ich kann leere Teller nicht mit Pizza befüllen, wenn ich das Tablett habe. Das ist richtig scheiße. Ich muss die ganze Zeit dann wegpacken. Zeig mal, was du drauf hast. Bitte, ich will mal wissen, also wie würdest du denn jetzt, also wenn du meine Unterstützung nicht brauchst, wie würdest du denn jetzt delivern? Na, ich würde ja auch Playback machen. Also wir machen beide Playback. Aber ich hab einen legendären Hit, ganz in der Bierdose drin. Mit dem würde ich dann auftreten. Ist ein Hit. Mit dem in der Bierdose oder mit dem Song? Ja, beides. Ich würde es dann auch mal aufführen, halt. Das ist immer die Grund. Mach es. Also der Owner vom Laden, der sagt halt so, ja, machst du da das Besondere? Oh, jetzt wird's knappi. Kevin? Gar kein Problem, Leute. Wirklich, es war nie knapp. Ich hab so gezittert gerade. Es war nie knapp. Bro, ich hau dir jetzt mal... gar keinen Stress machen. Was jetzt? Hast du den Müll? Dicker, oha, was geht jetzt ab? Hä? Er ist damit zufrieden? Nein, ich habe eine normale Pizza hingepackt. So. Was für, er ist damit zufrieden, Dicker? Basti, du musst schnell den Geschirrspüler irgendwie, Wie stellst du dir das vor? Weiß ich noch nicht, warte. Kannst du gleich den Geschirrspüler für mich anmachen? Oh, teilst du mit aus? Anscheinend muss ich das. Ich muss aber nochmal Pizza machen, glaube ich. Baby, komm doch her zu mir! Kevin, ich habe fast die ganze Küche abgebrannt, ne? Ist nicht schlimm. Also. Ich habe währenddessen unser Restaurant gegen die Wand gefahren. So. Kevin. Josen. Da kommt noch viel. Kein Problem, weil ich diese Teller sehr, sehr schnell hier rausmache und jetzt sehr, sehr schnell abräume. Dicker Basti, Junge. Was war das für eine Pizza da gerade? Nichts. Da unten ist auch übrigens noch eine gute, ne? Ja, Bruder, mach die mal weg. Die Leute können dadurch nicht reinkommen. Mach die mal bitte weg, Digga. Das ist mega scheiße. Ja, Digga, das ist doch nicht mein Ding. Ja, warte, ich bau die ab. Stell die doch... Ich bau die ab.
Boah, der Tisch da hinten links, der fuckt mich so unnormal, Junge. Wer da hingeht, ist auch echt einfach nicht. Ja, die wollen an dem Bild da sitzen. Ich guck dir mal richtig schön zu. Wo kommt was wieder her? Putz! So, dann gucken wir mal, ob Gulli noch kommt. Ah, Gulli, letzter Kunde. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hat der eine Typ sich jetzt einfach von dem einen Spot zum anderen hingesetzt? Weiß ich nicht. Basti, was geht denn bei dir, Junge? Ich hab Oreo gemacht. Aber nur dieses obere, du musst doch die weiße Soße machen. Und ein zweites. Gulli! Wo ist er? Ja, Gulli war heute nicht da. Gulli wieder tot. So, wir haben es wieder geschafft, wir haben Franchise. Hä, ja, das Link ist richtig gut. Ja, aber ich würde noch kurz einmal, können wir noch eine Pipi-Pause einlegen, bitte? Wie lange wollen wir denn eigentlich generell spielen? Bis 15. Das war ja. Ach, wir sind schon durch. Wir sind durch, ja. Dann können wir auch zumachen. Ich meine, wir können ja beim nächsten Mal noch weiter Open-End machen, weißt du? Ja, ja, ja. Bis 15 Uhr. Lass eine Runde noch mal. Dann haben wir es. Okay, Dekoration ist da. So, ich kaufe als allererstes den Kronleuchter, dann haben wir 9 von 9. Ey, für meinen Geschmack könnten die Restaurants noch größer werden. Und noch mehr Kunden und noch mehr Schwierigkeit und noch mehr Rezepte auf einmal. Also, es sieht zwar gerade so übertrieben chaotisch aus, aber es könnte für mich noch ein Stück mehr chaotisch werden. Du bist ein Hustler. Mein Junge, so meine ich nicht. Hier, ruhiges Gemälde. Wenn du das nicht kaufst, bist du dumm. Ja, dann kauf du doch. Wie? So, let's go. Mein Chat hat mich letztens geroastet, weil ich letztens Fetz gesagt habe. Das ist doch normal, oder? Das ist doch normal, ja, shit. Ey, voll dumm. Das ist doch voll cool. Ja, es ist obvious auf Gag cool, aber ja, ja, was mit dem Mixer ist der falsche, ist der falsche. Auf einmal ist Gag. Wie ist Gag? Ja, ist immer schon Gag, Digga, als ob ich letztens Fetz auf Ernst sage. Bro, das würde ich im Nachhinein, das ist ja so, als würdest du im Nachhinein dann sagen, ja, ich meine es halt, also ich finde es voll cool. Naja, das war ein Joke, kannst ja nicht machen. Mhm. Da habe ich einen Spaß gemacht. Ein Spaß. Basti, wann kommt die nächste Pizzi? Guck mal auf den Ofen. Digga, was mach ich denn hier? Oh, jetzt kommt die Rush-Hour Broski. Jetzt geht's ab. Boah, Junge, jetzt wird's full. Mir geht's nicht so gut. Oh nein, ich hab den nochmal angemacht. Oh, das könnte uns jetzt das Genick brechen, Basti. Ja, dann müssen wir das könnte das Ende für unseren Laden bedeuten. Für unseren kleinen, süßen Pizzaladen. Im Herzen von Europa. Ja, also, ey, Basti, du bist voll underappreciated da in der Küche. Das machst du wirklich 1A. Hast du das gesagt, weil es jemand im Chat geschrieben hat oder weil du es selber denkst? Nö, weil ich selber denke einfach. Danke dir. Ich arbeite mir hier. Ich finde, du bist einfach ein super Typ. Ich arbeite mir hier für 55 Stunden und den Arsch ab, laufe hier 80 Kilometer am Tag in der Küche. Für Mindestlohn auch. Ja, 55 Mindestlohn, okay. Achso, 55? Ich dachte 55 Stunden. Nein, 15,50. 5,50. Also dann habe ich nicht zugehört. Und warte mal, wie jetzt? 5,50 Euro ist nicht Mindestlohn. Warte mal, dann zahle ich da meinen Kettern, glaube ich, ein Stück zu wenig. Oh, Digga, ich habe gerade wieder die Schlaganfallphase. Scheiße. Boah, Junge, gerade ist wieder richtig dick draußen. Okay, wir sollten es haben, Bro. Ich will jetzt nicht jinxen, aber ich glaube, wir haben's. Geil. Kannst du die eine Pizza nach vorne legen gleich? Danke, Bruder. Nur wie das Ding da unten immer wackelt, Alter. Als würde ich es nicht sehen. Ja, das Spiel unterschätzt dich, Bro. Ja, ich schwöre. Digga, wie viele Pizzen Basti da macht, Digga. Sorry, Bro. Basti macht nebenbei noch zweite Restaurant. Digga, wie nass das einfach im ganzen Laden ist. So, hier deine Pizza, Chef. Musst du mal fragen, weiß ich nicht. Weißt du, was so ein Kran liegt? Kranplätze müssen verdichtet sein. Krass, dass du es direkt erkannt hast. Ja. Weißt du aber auch wenigstens deswegen, dass Norwegen nicht in der EU ist? Mhm, klar. Ist Norwegen in der EU? Ja, natürlich. Norwegen ist nicht in der EU. Natürlich. Nein. Doch. Nein. Natürlich. Nein! Das ist doch, haben die nach dem Ronny Schäfer-Video gemacht. Seid ihr ehrlich, ich wusste es nicht, ich hab einfach geraten, Digga. Ich dachte, ich mach's. Bro, er sagt es doch in diesem Video. Du kennst dieses Video aus. Ja, ich weiß, er sagt, deswegen sind die nicht in der EU. Bruder, das Video ist aber auch aus 1995, Digga. Kann ja sein, dass es mittlerweile gefixt wurde. Ich konnte nicht upgraden. So.
Ah, Upgrade haben wir verkackt. Na, egal. Kriegt Basti halt seinen scheiß Mixer nicht, Digga. So. So, mach ich hab hier gerade meine linke Pfeiltaste abgebaut. So. Alright. Geil. Dann haben wir es geschafft, Basti. Wir haben es mal wieder geschafft. Dann haben wir das Pizza-Restaurant auch durchgespielt, Bruder. Bartisch. Boah, was ist das? Das hatten wir noch nie. Kein Platz für Verbrauchsgüter für den Tisch. Verbrauchsgüter sind, glaube ich, sowas wie Servietten und so. Alright, dann sind wir fertig mit dem Ding hier. Wollen wir das zumachen? Lass zumachen. Feierabend. Das Ding ist, wenn wir jetzt zumachen, kriegen wir halt alle Perks dann davon quasi. Das ist halt ganz geil. Lass aufgeben, lass aufgeben. Dann lass das machen. Aufgeben, ja? Ja. B oder A? So, was kriegen wir jetzt hier? Burger! Oh, oh. Krank, okay. Krank. Was noch? Hochleistungsspülbecken. Okay. Und eins habe ich geskippt aus Versehen. Was haben wir noch bekommen? Haben wir noch irgendwas? Nee, davor, davor. Okay. Warte mal, jetzt müssen wir entweder die Karten wegwerfen oder für noch mehr Erfahrung oder Franchise erschaffen. Machen wir Franchise. Okay. Es soll eine Erinnerung bleiben, weißt du? Aber Burger, Bro. Kevin. Ja. Rezept. Ja, mach das. Guck dir das Burger-Rezept an. Warte mal, es gibt kein Gemüse? Hä? Digga, muss sagen, es ist einfach nur Brot und Fleisch. Digga, Junge, wie nasty, Alter. Gibt, guck mal, Junge, was ist das? Es gibt nicht mal eine Pfanne in dem Game. Digga, das ist... Ist der Burger? Ist das der Burger? Ey, guten, ne? Lasst euch schmecken, Jungs. Das ist der Gulli-Burger. Das war's, das war's, das ist der Burger. Junge, sieht ja scheiße aus. Ist das Billo. Aber halt, geil, Basti. Heute war easy, Digga. Heute haben wir genailed. Heute waren wir krass. Was war nochmal Klöße? Wie sah das Klöße-Rezept aus? Oh, Klöße ist krass, weil da gibt es mehrere Beilagen. Gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir das Game noch schwerer machen für uns? Weil es mir ein bisschen zu easy gerade. Burger bekommt später noch was dazu. Mehr Rezepte nehmen immer. Aber wir können nur ein Rezept nehmen, das ist das Ding. Mehrere Variationen anbieten. Ja, aber, ja, also, ja, aber das, also, ja, ich meine, so vom, also, das sonst auch was bringt. Nicht, dass wir uns einfach jetzt ohne Sinn schwerer machen, you know? Das war aber geil, Basti. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sag dir ehrlich, sehr, sehr geiles Game. Mal wieder eine sehr schöne Session. Ja, sehr krass. War eine sehr gute Session, Digga. Heute haben wir genailed. Heute war wirklich.